Ich wünsche einen wunderbaren Abend, viel Spaß, gute Gespräche und einen wunderbaren Abend mit den Soziopod. Dankeschön. Ja, auch von unserer Seite einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Wir sind ganz, 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 ganz froh, wieder Gesichter vor uns zu haben, auch wenn sie so halb verhüllt sind. Aber es ist ja schon mal der richtige Schritt. Ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel. Ja, und ich begrüße wie immer ganz herzlich Patrick Breitenbach. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, in diesem tollen Gebäude, das wir früher schon oft gesehen haben, aber hier saßen wir noch nie, vor allem nicht in dieser Konstellation, und das macht uns ganz stolz und freudig. Wir fangen gleich an. Du erklärst ein bisschen was und dann legen wir los. Genau, also die Tina hat es ja schon angedeutet, wir diskutieren im Fishbowl-Format, das heißt, wir werden jetzt so circa 20, 30 Minuten zu zweit so ein bisschen in die Thematik einführen. Und dann ist hier neben uns der Sessel frei. Ihr kommt einfach vor, setzt euch hin und legt los. Könnt Fragen stellen, könnt Diskussionsbeiträge liefern. Und ja, ansonsten wird es nämlich sonst ein sehr kurzer Abend werden, weil wir nicht ewig zu zweit sprechen werden. Deswegen gerne den Mut fassen, hier vorkommen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Maske bitte auflassen, war, glaube ich, das Wichtige, was Tine uns noch gesagt hat. Das ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert tatsächlich auch audiotechnisch. So, das heutige Thema. Also ich werde dann nachher noch sagen, so ein Signal geben, ab jetzt könnt ihr hier loslegen und euch dazugesellen. Die ganz Mutigen können sich ja auch gerne jetzt schon hinsetzen. Das Thema ist ja im Rahmen dieser Ausstellung 100 Jahre Radio und die Radiogesellschaft. Was wir, glaube ich, nicht vorbereitet haben, ist sozusagen jetzt nochmal die ganze Historie durchzugehen und die ganzen Technologien, die dahinter stehen. Das könnt ihr euch tatsächlich wunderbar selber in der Ausstellung anschauen. Ich bin selber auch vorhin da so ein bisschen durchgeschlendert. Das ist sehr schön dargestellt, so auch die ganze Zeitgeschichte, sowohl was das Senden, auch das Empfangen angeht und auch in dem historischen Kontext, wie das Ganze verortet ist. Und auch die ganze Technologie dahinter. Was wir aber, glaube ich, heute machen, ist tatsächlich, wir kommen ja aus dem soziologisch-philosophischen Bereich, uns tatsächlich mal ein paar Perspektiven rauszunehmen und zu sagen, wie hat das Radio eigentlich die Gesellschaft geprägt? Was hat es mit der Gesellschaft gemacht? Und vielleicht auch den ein oder anderen Akteur, Akteurin, die mit dem Radio damals auch soziologisch entsprechend gearbeitet hat. Und da hast du vor allen Dingen wieder was im Gepäck und ich glaube ja auch nicht ganz unpassend zur Örtlichkeit, also ja, genau, der Stadt. Ja, genau. Also ich habe in der Vorbereitung, als ich jetzt erfahren habe, wir machen in Frankfurt was über das Thema Radio, ist es so ganz naheliegend, denke ich, wenn man den Soziopod einlädt, dass wir uns Theoretiker anschauen, die wir alle schon gut kennen, weil wir sie gut durchgenommen haben, nämlich die berühmte Frankfurter Schule. Das ist sozusagen sehr naheliegend, denke ich, dass wir uns in dieser Stadt diese berühmte Theorietradition mal anschauen, der Frankfurter Schule, der sogenannten kritischen Theorie. Was das genau ist, wissen ja, denke ich, die meisten auch. Ich werde dazu aber gleich ein bisschen was zu sagen. Weil die haben im Radio schon sehr viel Kontakt gehabt, auch schon sehr früh. Und deshalb können wir mit der Frankfurter Schule zusammen tatsächlich diese 100 Jahre oder ich würde so 90 Jahre vorschlagen, mal zurückspringen. Also Radiogesellschaft gestern wäre dann tatsächlich so interessant, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Das ist so eine Markierung einer Zeit, wo ein paar Protagonisten dieser berühmten Frankfurter Schule sich dieses neuen Mediums, das damals ja sehr neu, sehr spannend war, sich diesem Medium angenommen haben und versucht haben, über dieses Medium auch Menschen zu erreichen, auch mit ihrer Kritik an der Gesellschaft, mit ihren Vorschlägen, wie könnte eine Welt noch aussehen, außer der Welt, die wir kennen. Und da gab es so eine ganz starke Bezugnahme von Philosophie, Sozialphilosophie und dem Radio. Ja, erstmal so, das würde ich so als Horizont erstmal skizzieren für heute Abend. Genau. Ich denke, ich werde dann noch so ein bisschen versuchen, die Brücke zu schlagen zur Jetztzeit, also zu den Medien, die wir jetzt wie selbstverständlich benutzen. Hat sich da irgendwas verändert? Ist es im Kern eigentlich die gleiche Diskussion etc.? Haben wir ähnliche Phänomene? Also dann so die Überleitung zu finden. Und vielleicht gestattest du mir, bevor du mit der Theorie anfängst, ich habe nämlich tatsächlich
im Vorfeld lange so ein bisschen überlegt, wie ist meine persönliche Beziehung zum Radio. Und tatsächlich sind mir zwei große Dinge eingefallen. Ich bin sehr radiogeprägt, tatsächlich als Kind eher sozusagen im Sendungsbereich. Ich habe mir früher nämlich immer so tatsächlich Kassetten aufgenommen, eigene Radiosendungen produziert und bin da tatsächlich, da gab es noch CB-Funke, du kennst ja diese Walkie-Talkie-Dinge. Und denen bin ich mal mächtig auf den Geist gegangen, weil ich habe sozusagen eine Dauerradiosendung über diesen CB-Funk gemacht, bis ich dann übelst beschimpft wurde, was soll denn das? Aber warum erzähle ich das? Zum einen, und da werden wir ja sicher dazu kommen, steckt ja so das Thema Sendungsbewusstsein dahinter. Also man möchte nach außen hin was mitteilen der Welt. Und das geht über das Radio und über den Funk halt sehr gut. Und man hat ja auch in meinem Beispiel gesehen, man bekommt Resonanz, auch wenn die nicht so unbedingt positiv war. Und das zweite Beispiel ist, in jungen Jahren gab es auch mal so, sag ich mal, eher schwärzere Phasen im Leben. Und da erinnere ich mich, dass ich sozusagen ganz viel Deutschlandradio gehört habe. Und das hat mir so eine Stabilität irgendwie, also dieses gesprochene Wort ist ja so eine gewisse Nähe, die einen auch vielleicht so ein bisschen beruhigt. Also auch diese orale Form der Kommunikation. Also das mal so eine ganz persönliche Note, um mal in das Thema Radio so ein bisschen einzusteigen. Da kann ja jeder auch vielleicht mal für sich überlegen, welche Berührungspunkte hatte man selber eigentlich mit dem Radio und der Form des Radios. Aber jetzt zur kritischen Theorie. Was haben die denn so zum Radio gesagt? Also ich fand es auch schön für die Vorbereitung heute, selbst das Radio auch mal als Medium zu verwenden zur Vorbereitung. Es gibt nämlich auch diese Tradition, Radiobeiträge zu machen aus diesem Frankfurter Kreis bis heute, könnte man sagen. Es gibt nämlich im philosophischen Radio von unserem Kollegen Wiebeke ein Interview mit Axel Honneth. Axel Honneth ist eine sehr bekannte Figur in Frankfurt, war bis vor kurzem, bis 2018 auch Leiter des Instituts für Sozialforschung. Das ist der Ort, an dem diese Philosophierichtung der Frankfurter Schule, der sogenannten, sich gebildet hat. Und man sagt so, Axel Honneth ist so in der dritten Generation jetzt der Frankfurter Schule. Die hat begonnen sehr früh in den 20er Jahren hier in Frankfurt, hat dann so einen Höhepunkt erfahren mit so zwei wichtigen Namen, die wahrscheinlich alle von uns gut kennen, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, das waren so die wichtigen Figuren. Dann auch noch im Umfeld der Frankfurter Schule dann Erich Fromm, über den wir auch mal eine Sendung hatten, Herbert Marcuse dann später und solche Figuren wie Walter Benjamin, das sind so fast schon legendäre Radiofiguren auch geworden. Und diese Frankfurter Schule hat eigentlich ein interessantes Theorieprogramm gehabt. Also wir befinden uns Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Max Horkheimer hat damals in seiner Antrittsvorlesung den Satz geprägt, das Theorieprogramm der Frankfurter Schule besteht darin, für eine gerechte Gesellschaft zu arbeiten, dass es gerechte Zustände in der Gesellschaft gibt. Das war eigentlich so das Theorieprogramm von diesem ersten Rektor des Instituts für Sozialforschung, der bekannt geworden ist, nämlich Max Horkheimer, der gesagt hat, Arbeit und Reflexion, Begleitung der Gesellschaft auf dem Weg zu einer gerechten Gesellschaft. Das ist das, so in ganz großer Kurzform, was die Frankfurter Schule wollte. Und in dieser Zeit ist das Radio natürlich ganz stark aufgekommen. Und Axel Honneth sagt in diesem Radiobeitrag selbst, dass schon damals das Radio so ein ganz umkämpftes Medium war. Ähnlich vielleicht vergleichbar wie das Internet dann seit den 90er Jahren. So ein Medium war, was unglaublich spannend war, was ganz neue Möglichkeiten bot und was gleichzeitig auch ein großes Gefährdungspotenzial beinhaltet. Und genau das haben die Frankfurter Schulevertreter auch gesehen beim Radio. Und dort hat sich eigentlich das eingespielt, was man so eine Ambivalenz nennen könnte, von den Vertretern der kritischen Theorie, wie sie auch heißt. Frankfurter Schule wird auch oft kritische Theorie genannt. Vor allem bei Adorno und Horkheimer, die einerseits fasziniert waren von diesem Medium, Radio, und gleichzeitig gerade Adorno, das wissen ja auch die meisten, war ja so ein ganz skeptischer Mensch, war so extrem kritisch, extrem vorsichtig und sehr alarmiert auch, was das Radio alles auch kann, an Verführung, an Falschinformationen, auch an Transportieren von Ideologien. Und da, denke ich, sehen wir jetzt schon, dass es eine große Brücke gibt, Radio gestern und heute, weil heute ist das Medium Radio jetzt ja auch wieder sehr ambivalent, sehr stark auch gefährdet zum Missbrauch. Und in den späten 20er, frühen 30er Jahren war es dann vor allem Walter Benjamin, ein Vertreter auch in diesem Umkreis der Frankfurter Schule, der ganz viel Radioproduktion gemacht hat. Also der einfach Dinge produziert hat, die Hörergewohnheiten ändern sollten. Der hat zum Beispiel tolle Kindersendungen gemacht,
auch mit ganz raffinierten Soundeffekten, könnte man sagen, mit verstellten Stimmen und hat ganz interessante Radiobeiträge gemacht. Soweit ich das richtig recherchiert habe, ist davon leider nichts mehr übrig. Also wir haben leider keine Aufzeichnungen von diesen Sendungen. Wir wissen nicht, wie Walter Benjamin geklungen hat, leider. Aber das war so eine erste Phase, wo die Frankfurter Schule, also dieses Theorieprogramm der Aufklärung der Gesellschaft, der gerechten Gesellschaft, das Radio verwendet hat. Und auf der anderen Seite kann man sagen, gibt es vor allem diese Figur Theodor W. Adorno, auch so mit der bekannteste Philosoph dieser Frankfurter Schule, der gesagt hat, das Problem ist, dass wir eine gerechte Gesellschaft nicht wirklich hinbekommen, weil das Radio nicht nur ein Aufklärungsmedium ist, sondern gleichzeitig ein Medium ist, das von dem verwendet wird, was er dann später Kulturindustrie genannt hat. Das war so ein ganz starkes Thema dieser Frankfurter Schule, auch im Hinblick des Radios, später dann noch des Fernsehens und des Films. Und gerade Theodor Adorno hat gesagt, die Kunst, vor allem für ihn war das die Musik, ist so ein Medium, den Menschen so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, eine andere Welt ist möglich. Also Adorno hat immer gesagt, also in der Musik, in der wirklich echten Musik, die er so als wirkliche Kunst bezeichnet hat. Das war nicht viel. Das war nicht viel, weil er sehr kritisch war auch gegen neuere Formen der Musik. Aber es gibt so ein paar Musikstücke, hat er gesagt, da blitzt sozusagen eine Verheißung auf, dass eine andere Welt möglich wäre. Und Adorno war sozusagen total schockiert und auch verzweifelt daran, dass ausgerechnet seine geliebte Musik jetzt wiederum in den Kreislauf der kapitalistischen Verwertung hineingenommen wird. Also diese Musik wird verkauft, damit wird Geld gemacht und es wird als Ware angeboten, um damit Geld zu verdienen. Er nannte das auch dann die Verscherbelung unseres größten Glücks eigentlich. Und das war so diese Ambivalenz der Frankfurter Schule, die bis in die 50er, 60er Jahre eigentlich hineingereicht hat. Einerseits war man fasziniert. Adorno hat sich erinnert an Aristoteles, der gesagt hat, eigentlich dürfte eine Stadt nie größer sein, als dass ein Redner mit fester Stimme alle Bürger dieser Stadt zugleich erreichen kann. Was natürlich in den 40er, 50er Jahren vollkommen illusorisch war mit diesen Metropolen, die entstanden sind. Aber das Radio hat das ja wieder möglich gemacht. Also plötzlich gab es tatsächlich wieder diese antike Idee, man könnte alle Menschen erreichen. Ja, eine Rednerin, ein Redner mit fester Stimme kann alle Menschen erreichen. Und gleichzeitig hat Adorno gesehen, dieses Medium wird immer mehr dazu genutzt, Menschen dann doch wieder ich schwach zu machen, berühmter Ausdruck von Adorno, weil das Radio dann doch wieder nur Werbung verkauft, weil das Radio doch wieder neue Menschen hineinzieht in diese Konsumwelt und die Musik, die er gesehen hat und diese Inhalte der Philosophie, die Menschen eigentlich befreien sollten aus diesem Kreislauf von Arbeit, Konsum, Verwertungszwang, wird wieder hineingenommen in genau dieses gleiche Modell. Und das war so eine Ambivalenz, die die Frankfurter Schule mit dem Radio seit eigentlich fast 100 Jahren jetzt hat. Einerseits Faszination, Chancen auch zur gesellschaftlichen Aufklärung. Adorno hat hier im Hessischen Rundfunk diese Radiostation genutzt und hat ganz viele Radiosendungen produziert. So viele, dass damals der Intendant wohl gesagt hätte, wir müssen ein bisschen weniger Adorno machen, weil das ist ja auch nicht so leicht, was der erzählt. Und es wird so ein bisschen einseitig. Aber der hat unglaublich viel produziert. Und gleichzeitig war Adorno einer der schärfsten Kritiker dieses Radios und hat gesagt, eigentlich ist das alles Verblendung und der Mensch wird da unter ein Joch gestellt. Das ist ja auch sehr bekannt, diese Thesen der Frankfurter Schule. Als ich mir so ein bisschen auch recherchiert habe, wie ist das Radio so entstanden, was wurde vor allen Dingen für ein Programm gemacht? Das interessiert mich ja neben der Technologie, die ja auch nochmal spannend ist, weil ja die Technologie auch gewisse Formen vorgibt. Weil letztendlich, es ging ja alles darum, man hatte eine begrenzte Anzahl von Frequenzen. Das heißt, begrenzte Anzahl von Sendeplätzen, wenn man so will. Und sehr früh ging es eben dann los, wer hat überhaupt ein Recht dazu, einen Sendeplatz einzukaufen. Es kostet auch Geld. Man brauchte ganz viel Geld. Das sieht man sehr schön da oben anhand dieses Vox-Hauses. Das war sozusagen das erste große Sendezentrum aus Berlin, was das für ein Aufwand auch war, technologisch gesehen, überhaupt senden zu können. Und soweit ich das richtig in Erinnerung habe, war sozusagen der erste Betreiber des Ganzen ein Zigarettenhersteller, ein Deutscher, der sozusagen genug Geld auch hatte, das zu machen. Spannend wäre, dazu weiß ich zu wenig inhaltlich, ob der dann auch direkt schon die Werbung für Zigaretten mit eingeschmuggelt hat. Wer weiß, wäre ja naheliegend. Und was ich tatsächlich interessant fand, ist, dass das Radio wirklich eine Zäsur war, was auch Form der Berichterstattung war. Also es ist eigentlich auch der Auftakt von Livestreaming zum ersten Mal, weil vorher hatte man halt Telegrafen, die man
DDDD mit Morsecode und so weiter. Das wurde dann in Schrift umgesetzt oder halt eben über Bücher. Das war alles sehr asynchron. Aber mit dem Radio war zum ersten Mal Live-Berichterstattung, Live-Übertragung möglich. Und zwar mit echten Menschen, mit Stimmen von Menschen. Da oben heißt es ja auch so schön, mit den Ohren sehen. Also das hat man ja auch versucht, sozusagen Dinge, die man beschrieben hat, damit die Leute das im Kopf vor sich letztendlich auch sehen. Und ich glaube, da wo Adorno drauf hinaus wollte, das war nämlich interessant, es gab von Anfang an diese verschiedenen Spielarten von Programmen. Also die erste große bekannte und aufgezeichnete Live-Übertragung war die Beerdigung von Stresemann. Die Trauerfeier und die Reden dazu und so weiter. Also dieser politische Aspekt, diese politische Übertragung, Nachrichten, Bildung, aber auch, ist heute nicht anders, Live-Fußballspiel. Deutschland-Niederlande war, glaube ich, so das erste in den 30er, 20er, ich glaube in den 20er noch. Also auch da dieses Unterhaltung, Entertainment, Brot und Spiele, würde man vielleicht überspitzt sagen, aber auch schon Bildung, Nachrichten. Und das Dritte ist halt das Allerdunkelste an der Sache, nämlich tatsächlich Propaganda im absolut negativsten Sinne, nämlich vom Nationalsozialismus, die das tatsächlich als Massenpropaganda-Instrument gebraucht haben. Und was ich da interessant war, war dieses Ereignis, Beginn des Zweiten Weltkrieges, der Überfall auf Gleiwitz, so hieß das. Diese berühmte Rede mit 5.45 Uhr, man erinnert sich, also das heißt, der Krieg wurde live im Radio verkündet, die Kriegserklärung, aber der Kriegsanlass war zugleich ein fingierter Angriff, also es war Fake, es war Desinformation, auf eine Radiostation, die sich in Gleiwitz befand. Also man hat sozusagen dieses Propagandamedium, dieses Radiomedium, hatte da schon eine doppelte Bedeutung, also eine Bedeutsamkeit, ich habe die Hoheit der Kommunikation als Teil des Krieges und der Propaganda und übertrage dann noch in die Wohnzimmer der Leute letztendlich das, was ich vorhabe. Und ich glaube, seit Machtergreifung 33 hat eben auch Josef Goebbels, der ein großer Radio-Fan halt eben war, auch ganz offen und intensiv damit gearbeitet. Also da sieht man eben diese ganzen Spielarten und Adorno war ja super kritisch, also das eine steht ja außer Frage, aber Unterhaltung und so weiter, kannst du vielleicht auch mal was sagen, sieht man eben diese ganze Bandbreite, was das so mit sich bringt. Ja, und die Zeit, die du jetzt angesprochen hast, die betrifft ja auch die Frankfurter Schule, also wenn wir bei Adorno jetzt bleiben, diesem vielleicht wichtigsten Figur auch der Frankfurter Schule, kommt aus einer Tradition zusammen mit Max Horkheimer, das waren auch Studienfreunde, die haben sich im Studium kennengelernt. Es war so eine richtige Clique auch in Frankfurt, die sich dort immer zum Beispiel im Café Lauma getroffen hat. Das kennen vielleicht manche in Bockenheim, dieses berühmte Café, wo dann immer solche Diskussionen geführt worden sind. Und diese Philosophen Horkheimer, Adorno, die kamen noch aus so einer sehr stark aus dem deutschen Idealismus geprägten Philosophie, also von Kant, Hegel und Marx her geprägten Philosophie, die diese Idee tatsächlich noch hatten, dass es eigentlich eine immanente Entwicklung der Gesellschaft hin zur Vernunft gibt. Also das war eigentlich so diese Quelle der Frankfurter Schule. Zu sagen, Hegel, die Widersprüche lösen sich in der Zukunft auf und es gibt einen Fortschritt in die Vernunft der Gesellschaft hinein. Und die Frankfurter Schule hat sich so verstanden, dass sie diesen Weg hin zur vernünftigen Gesellschaft begleiten kann und reflektieren kann und philosophisch kommentieren kann. Und deshalb gerade Adorno hat sich als so ein Spiegel der Gesellschaft verstanden, also diese Entwicklungen zu spiegeln, zu kommentieren, zu begleiten, zu fördern, hin zur Demokratie, hin zu einem Wirtschaftsverständnis, das auf soziale Gleichheit basiert und nicht soziale Ungleichheit schärft. Deshalb war es für Adorno natürlich ein Riesenschock, als die Nazis dann kamen. Er hat es selbst auch sehr lange unterschätzt, ist relativ spät nach Amerika emigriert, über Stationen dann von England. Ich habe gelesen, dass Adorno fast physisch gezwungen werden musste zu gehen, ja, weil er sozusagen sich unglaublich schwer tat, Deutschland zu verlassen, aber dann tatsächlich nach New York gegangen ist, wo er dann weitergearbeitet hat. Und da kann man sehen, dass es so eine neue Station dann der Frankfurter Schule gab, auch gerade bei Adorno, der gesagt hat, dieses Hegel-Marx-Programm, das scheint nicht aufzugehen. Also der Mensch handelt nicht unbedingt nach seinem Klassenbewusstsein. Er handelt auch nicht unbedingt seiner sozialen Schicht entsprechend, was Marx ja gedacht hat, ne, dass die Proletarier dann die das Heft in die Hand nehmen und hat sich dann ganz stark der Psychoanalyse zugewendet. Also hat dann gesagt, wir müssen den Menschen noch mal mehrdimensional beschreiben
Und Adorno hat dann ganz stark sich auf Sigmund Freud bezogen, der gesagt hat, es gibt eben nicht nur die Vernunftseite des Menschen, es gibt dieses untergründige, Triebhafte, was auch ganz gegen die Vernunft geht. Und deshalb war Adorno eine Figur, die die Aufklärung aufgeklärt haben. Also gesagt haben, die Aufklärung Teil 1 war sozusagen von Kant her kommend, die Vernunft stark zu machen. Aufklärung Teil 2, 2.0 könnte man sagen, ist dann diese dunklen Seiten, die gar nicht der Aufklärung der Vernunft zugänglich sind, auch zu thematisieren. Unsere Triebe, unsere unbewussten Wünsche, Bedürfnisse, Motive, sodass er dann versucht hat, so ein mehrdimensionales Bild des Menschen zu gestalten, hinsichtlich Klassenbewusstsein, hinsichtlich seiner Triebe, seines Bewusstseins, auch seiner Verfremdungen. Und dadurch kam auch dann nach dem Krieg, als Adorno dann wieder recht früh nach Frankfurt zurückgekehrt ist, schon in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahre, hat er dann auch diese ganz neuen kulturindustriellen Formen des Radios begleitet, wo dann auch diese Schlagersendungen gekommen sind, wo dann auch diese ganzen Kaffeesendungen gekommen sind, auch im Fernsehen dann natürlich. Und dort hat Adorno dann auch wieder wahnsinnig viel Radio gemacht. Er hat gesehen, ich muss dieses Medium nutzen, um es sozusagen über diesen Schund und Kitsch und Quatsch hinaus zu transzendieren und wirklich Sendungen zu produzieren, die die Menschen halt aufklären und irgendwie ein kritisches Bewusstsein vermitteln. Und da gab es jetzt verschiedene Figuren. Das ist vielleicht interessant auch, wenn wir in die 60er Jahre schauen. Da gibt es jetzt Figuren wie Herbert Marcuse, auch ein Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung, der eigentlich das ziemlich cool fand, was dann im Radio passiert ist in den 60er Jahren, als dann die Beatles kamen, als dann Bob Dylan kam, als dann Joan Baez kam und gegen den Vietnamkrieg gesungen hat. Und wo Marcuse gemerkt hat, es gibt jetzt dieser jungen Generation, dieser 68er Generation, auch so ein eigentümliches Widerstandspotenzial. Also sie sind eigentlich an diesen Schnulzen gar nicht mehr interessiert. Also die haben weniger Freddie Quinn gehört, sondern eher halt dann die Rolling Stones und diese Sachen. Und Herbert Marcuse hat gesagt, warum nicht? Also wenn das Gesellschaft voranbringt und wenn das ein widerstands- und kritisches Potenzial weckt, wieso nicht? Und Adorno, könnte jetzt fast sagen, typisch für ihn, war sofort wieder skeptisch, ne? Und hat gesagt, also auch in den 60er Jahren, wo im Radio diese Hitparaden entstanden sind, diese Charts entstanden sind, wird auch das Widerstandspotenzial vielleicht dieser Musik, die ja vielleicht tatsächlich aus guten Motiven heraus gemacht worden ist, ja wieder so stark als Ware angeboten und wieder so stark den wahren Charakter übergestülpt bekommen, dass eigentlich dieses kritische Potenzial wieder verloren geht. Also es wird sofort, es entsteht was Neues, würde Adorno sagen, in der Musik und sofort greift sich der Markt das und verwandelt es wieder zu einer Ware und dadurch ist eigentlich dieses kritische Reflexionspotenzial wieder irgendwie geschluckt dadurch. Und so gab es auch in der Frankfurter Schule der Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahre, diese zwei Strömungen eigentlich. Also in Amerika, Herbert Marcuse ist in Amerika auch geblieben, der gesehen hat, okay, es gibt eine neue Generation von jungen Menschen, die gegen den Krieg sind, die nicht den soldatischen Weg gehen wollen, sondern für den Frieden, für Modernität stehen. Und warum sollte die Kultur das nicht begleiten? Warum sollte auch die Industrie das nicht begleiten dürfen? Und es gab gewissermaßen diese immer rabenschwarzer währende Philosophie von Adorno, der gesagt hat, es wird alles geschluckt von diesem verfluchten Markt, der uns das letzte kritische Potenzial sofort wieder übersetzt in eine Geldmaschine. Und deshalb ist Adorno, auch unter anderen Gründen, aber mit Sicherheit auch deswegen, immer pessimistischer geworden und hat dann am Ende seines Lebens tatsächlich eigentlich gar keine Hoffnung mehr gesehen für die Gesellschaft, weil alles, was er als Hoffnung gesehen hatte, Musik, Philosophie, Aufklärung, das hat alles diese Dialektik, wie er das nennt, der Vermarktung, des Überstülpens, des Umdrehens, um wieder Menschen eigentlich in die Unfreiheit dadurch zu schicken. Also ich erinnere mich auch an eine Aussage von Adorno, ich weiß nicht, ich kriege sie zumindest so halbwegs sinngemäß hin, da hat er sich geäußert quasi zu diesen Protestsongs rund um den Vietnamkrieg und hat gesagt, er war völlig entsetzt, weil er gesagt hat, wie kann man ein solches Elend so hübsch verpackt sozusagen den Leuten zur Verfügung stellen, damit sie es besser verdauen können. So in etwa hat er gesagt, das ist für ihn ein Ding der Unmöglichkeit, da eine hübsche Verpackung drum zu haben. So schwarz hat er das sozusagen. Er hat also nicht diese Marcuse-Idee zu sagen, wir können über Emotionalität vielleicht gemeinsam protestieren, sondern er hat es wirklich rabenschwarz gesehen, also zum einen zu sagen, man darf sozusagen das Elend nicht nochmal verändern, um es besser zu transportieren und eben das andere, was du eben ja schon gesagt hast, und schon gar nicht damit Geld verdienen.
Weil tatsächlich auch Bob Dylan und so weiter haben ja auch ordentlich letztendlich dran verdient. Ja. Und da gab es tatsächlich in dieser Theorie, der kritischen Theorie der Frankfurter Schule bis jüngst eine Kontroverse, weil es gab tatsächlich super spannend hier in Frankfurt, weiß nicht, wer sich daran erinnert, das ist auch schon wieder mittlerweile, glaube ich, 20 Jahre her, diesen berühmten Bob Dylan-Kongress, der gemacht worden ist, gerade von Axel Honneth, also von jemandem, der genau Schüler dann war, jetzt nicht direkt von Adorno, aber dann auch von der zweiten Generation, von Jürgen Habermas, auch ein bekannter Name aus Frankfurt, der sich dagegen rum wieder gewehrt hat. Also sagen, wir lassen uns diese Idole unserer Jugend nicht einfach wegnehmen, ne, von diesem rabenschwarzen Pessimismus von Adorno. Wir machen einen Bob Dylan-Kongress, auch hier im Kino gab es da tolle Vorträge zu. Und ich glaube, dass diese Theorie in Frankfurt, also gerade dieses Instituts für Sozialforschung und alles, was daraus entstanden ist, irgendwie in dieser Ambivalenz immer noch ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt auch heute diese Frage jetzt, heute ist natürlich das Internet das Medium, was damals vielleicht das Radio war, immer wieder diese Ambivalenz, also einerseits zu sagen, wie können wir das nutzen zur gesellschaftlichen Aufklärung, damit die Gesellschaft irgendwie vernünftiger wird, gerechter wird und gleichzeitig auch diese Gefährdungen von neuen Medien zu sehen, wie kann man das ausnutzen für Fake News, um Menschen zu täuschen, um Menschen auch vielleicht zu ideologisieren. Adorno zum Beispiel hat in den 50er Jahren, könnte sagen, Podcasts gemacht, heute würde er das bestimmt machen, indem er Komponistinnen und Komponisten interviewt hat. Also Adorno war ja selbst auch Komponist, und hat auch zeitgenössische Musikerinnen, Musiker, Komponisten eingeladen und hat mit ihnen diskutiert über Musik. Und welches Revolutionspotenzial hat eigentlich Musik für die Gesellschaft? Weil Adorno immer gesagt hat, Musik ist keine Privatsache, Kunst ist keine Privatsache, sondern Kunst, Musik, für ihn war es vor allem die Musik, hat eine Riesenchance, Menschen aus diesem Kreislauf der Arbeit und des Konsums heraus zu transzendieren und eine bessere Welt irgendwie aufscheinen zu lassen. Und genau das hat er dann auch die Komponisten gefragt, wie sehen Sie das? Und hat dann hochinteressante Interviews auch einfach geführt über die Themen, die ihn interessiert haben. Und genau diese Ambivalenz ist vielleicht heute, können wir auch in der Diskussion nochmal besprechen, immer wieder da. Also diese Fragen des Mediums als Chance und Medium als Gefahr. Damals vor allem das Radio, später dann das Fernsehen natürlich und heute mit Sicherheit dann die digitale Welt des Internets. Einen Akteur möchte ich an der Stelle auch noch ins Spiel bringen. Das ist dann tatsächlich eine gute Brücke, auch das gerne jetzt dann im Anschluss mit euch zu diskutieren. Also ich würde jetzt mal ganz offiziell den Stuhl schon mal freigeben. Könnt euch schon mal gerne dahin platzieren. Und zwar gibt es die berühmte Radiotheorie von Bertolt Brecht, was nicht wirklich eine Theorie ist, sondern eher so eine Art Forderung, Einforderung. Und zwar hatte Brecht parallel dann in Berlin, ähnlich wie die Frankfurter, sich genau solche Gedanken gemacht, nämlich wie können wir die Gesellschaft zu was Besserem verändern. Und Brecht war ja Theatermann, Dramaturg etc., hat ja selber viele Stücke geschrieben und er hat tatsächlich das Radio als große Chance gesehen, hat aber eben von Anfang an auch aufgezeigt, dass das ja wieder nur in den Händen von wenigen Akteuren ist, die sich das leisten können, die eine Stimme haben, die eigentlich nur nach außen senden und alle anderen müssen zuhören. Und da gibt es zwei ganz gute Zitate und Aussagen dazu. Das eine ist dieses Sinnbild für dieses Aufklärische, wo er sagt, es ist schlimm, wenn Leute, die was zu sagen haben, keine Zuhörer haben. Aber es ist weitaus schlimmer, wenn es nur noch Zuhörer gibt und niemand mehr, der was zu sagen hat. Ich finde, das ist so ein schöner Satz, der das gut zum Ausdruck bringt. Also wir hören alle, wir lesen alle, aber die Frage ist, gibt es überhaupt jemanden, der uns wirklich was zu sagen hat, was von Bedeutung wäre? Das ist jetzt auch nochmal so ein spannendes Ding. Und das Zweite, was er eben eingefordert hat, und das ist so die Hinleitung zum Internet von heute, kann man fast sagen, ist ja, er hat gesagt, das Radio muss sich verändern vom Distributionsapparat zum Kommunikationsapparat. Das heißt, die Leute müssen die Gelegenheit bekommen, darauf zu antworten. Und das ist ja sozusagen die Kommunikation, die wir heute mannigfaltig sozusagen mit dem Internet haben. Wir können über Videokonferenzen miteinander sprechen. Wir haben Twitter, wir haben all die anderen sozialen Kanäle, die ihr alle kennt, wo wir theoretisch alle miteinander sprechen können, wo jeder Sender und Empfänger zugleich ist. Und die spannende Frage ist natürlich, was würde Brecht jetzt sagen heute, wenn er das sich angucken würde? Würde er sagen, Mensch, super, prima, so genau habe ich mir das vorgestellt. Oder würde er tatsächlich dann auch ein bisschen skeptisch umgucken und sagen,
Vielleicht ist es nicht die Technologie alleine, die entscheidend ist, die zu einer besseren oder aufgeklärten oder was auch immer Gesellschaft führt, sondern vielleicht hängt da noch was anderes dran letztlich. Ja, ich denke auch, wenn wir den Sprung machen, Radiogesellschaft gestern und heute, wenn wir heute in die Radiogesellschaft schauen, ist ja die Pluralität eben das Entscheidende. Also es gibt unglaublich viele Sender mit ganz verschiedenen Programmpunkten. Es gibt natürlich ganz reine Unterhaltungssender, es gibt auch reine Informationssender. Das heißt, diese Pluralität, das ist ja auch ein bisschen, sagen manche Soziologinnen und Soziologen, das Erbe der 68er, dass gewissermaßen diese nicht einfach ein Fortschritt entstanden ist im Sinne einer besseren Welt, aber sozusagen eine Pluralität entstanden ist der Vielfältigkeit. Also weg von diesen traditionellen Formen hin zu diesen interaktiven Formen, Stichwort Internet, und hin zu so einer Öffnung von medialen Konstruktionen der Vielfalt, der Pluralität, wo es unglaublich viele Angebote gibt. Das heißt auch dieses, was Adorno vielleicht ein bisschen eng gesehen hat, also entweder ist es Aufklärung oder es ist kapitalistisch überformt. Das hat sich vielleicht ein bisschen gelöst in dem Sinne, dass es so eine große Vielfalt gibt. Obwohl ich denke, wenn Adorno jetzt heute leben würde, wäre er auch wieder sehr skeptisch und würde auch sagen, also eigentlich ist das nicht wirklich das, was er gemeint hat mit dieser Aufklärung der Gesellschaft, eine ernsthafte Kapitalismuskritik und der Versuch sozusagen, weil Adorno hat schon, das muss man sagen, also er hat irgendwie die Idee gehabt, dass der Mensch grundsätzlich deformiert ist durch den Kapitalismus. Also das war so seine Idee. Da hat er sich auch mit Karl Popper immer gestritten, der das irgendwie auch nie ganz verstanden hat, was er damit meint. Aber Adorno hat gesagt, solange das in diesem kapitalistischen Produktionsprozess alles eingewoben ist, durchdringt das unsere ganze Person. Und eigentlich gibt es die Frage nach Fortschritt eigentlich erst dann, wenn wir uns daraus wirklich grundsätzlich befreien. Das war so wirklich seine Idee. Und das ist natürlich nicht gekommen, ist nicht passiert. Und ich glaube, dass Adorno dann mit vielen Kollegen, Kolleginnen daran immer gearbeitet hat. Was heißt das jetzt? Wie geht es weiter? Was können wir da noch weiter mittransportieren? Was müssen wir vielleicht auch ad acta legen? Es gab dann die zweite Generation. Der bekannteste Schüler von Adorno war mit Sicherheit Jürgen Habermas, der dann versucht hat, das nochmal umzulegen auf so eine kommunikationstheoretische Sozialwissenschaft. Aber alles das entfernt sich sozusagen immer mehr so ein bisschen von diesem Grundprojekt. Und dieses Grundprojekt war tatsächlich gesamtgesellschaftliche Aufklärung, Kritik und Begleitung der Gesellschaft hin zu einer vernünftigen Gesellschaft, wie das Horkheimer gesagt hat, also die Herstellung einer vernünftigen Gesellschaft. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, haben wir das jetzt? Also wir sind ja 80, 90 Jahre später jetzt. Ist das gelungen? Ist das in Teilen gelungen? Haben wir Rückschritte hinnehmen müssen? Und das können wir natürlich auch gemeinsam diskutieren hinsichtlich von Radio, von Internet, von medialen Angeboten. Das würde mich sehr interessieren. Ja. Deswegen kommt gerne vor, weil sonst ist der Abend schnell vorbei. Wir können auch die ganze Zeit über die Frankfurter Schule sprechen. Wir können einfach so weitermachen. Aber da nochmal das Wort aufgegriffen, weil du sagst Pluralismus und so weiter und so fort. Also alleine, dass es pluraler ist, ist es ja auch nicht besser geworden. Das sieht man ja an den sogenannten alternativen Medien. Also das heißt, eher die Varianz und die Vielfalt an abstrusesten Verschwörungsideologien, Geschichten, Fetzen, zusammenhangsloser Kommunikation hat ja dadurch erst recht auch zugenommen. Also da kann man auch eben sagen, wir haben dadurch jetzt, dass wir den Zustand, den Brecht gewünscht hat, eigentlich erreicht haben, können wir jetzt eigentlich ganz gut abmessen, war es wirklich gut. Und wir können eigentlich feststellen, bei all diesen Hypothesen, die gesagt wurden, so wenn jeder eine Stimme hat, wenn wir möglichst vielfältige Angebote haben, was ja schon stimmt, aber das alleine reicht halt nicht, sondern es kann immer wieder dann in ein anderes Problem hineinkippen, ja, letztendlich. Ja, und was interessant ist, ist vielleicht sich anzuschauen, wie heute auch Philosophinnen, Philosophen, Soziologinnen, Soziologen das Medium nutzen. Also ich glaube, selten waren so viele Philosophinnen und Philosophen im Fernsehen, auch in Talkshows, auch in Radiobeiträgen, auch im Internet. Also jeder hat ja irgendwie seine Twitter-Kanäle und macht dort sein Zeug. Und auch dort könnte man fragen, ist das ein Fortschritt, dass wir so eine Pluralität an Stimmen haben, auch im medialen Leben, also in der medialen Welt? Und was ist eigentlich da der Mehrwert? Oder sollten, also ich habe bei einem Soziologen studiert, der gesagt hat, er lehnt das total ab. Also er will da niemals hin. Der würde auch niemals Radio machen und kein Fernsehen, weil er sagt, also sobald ich mich in dieses Feld begebe, ist irgendwie Schluss. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so eine Verpoppung, könnte man sagen, der Sozialwissenschaften, dass die auch wirklich so bekannt sind und auch sich einbringen, auch in ganz populäre Diskurse. Könnte man auch diskutieren, ob das jetzt quasi ein Fortschritt ist oder ein Nachteil ist.
Ich bin da auch sehr unentschieden. Ja, wir machen ja auch sozusagen öffentliche Sachen, jetzt ja auch gewissermaßen kommerziell. Also können wir, Adorno würde sagen, so jetzt seid ihr genau wieder in diese Falle rein. Ne? Glückwunsch. Werdet ihr mal da geblieben, wo ihr angefangen habt. Die Frage ist, ob uns das deformiert in unserer Diskussion oder nicht. Also auch das ist ja quasi immer die Frage. Ja? Wie weit sind wir da reingezogen und dann noch verfremdet dadurch? Ja? Das könnte man, müsste man sich auch selbst fragen. Aber vielleicht nochmal bei diesem Frankfurter Schuleprogramm. Ich habe ja in Frankfurt studiert eben, auch bei vielen Schülern, die die noch kannten, auch die älteren Professoren und Professorinnen, die ich hatte, die haben ja bei denen selbst noch gelernt. Und auch dort habe ich immer diese Ambivalenz irgendwie gemerkt. Einerseits müssen wir Fundamentalkritik an dieser Gesellschaft üben, andererseits müssen wir auch ein bisschen uns anpassen an diese Gesellschaft und müssen irgendwie auch gucken, was gibt es denn im Fernsehen, was läuft denn im Radio, was macht es denn mit dem Internet? Und da war immer diese Ambivalenz. Neulich hat ein Freund von mir gesagt, es gab einen Internetauftritt des Instituts für Normative Orders, das ist auch in Frankfurt aus diesem Kreis der Frankfurter Schule im weitesten Sinne entstanden und die hatten auch so eine Internetwerbung, wo sie ihr Studiengang vorgestellt haben, da platzen dann immer so Blasen auf oder so drauf gezeigt wurde und er gesagt, das ist ja furchtbar, weil die machen ja genau das jetzt, was gewissermaßen die, das ja immer kritisiert worden ist, also sich diese Werbung zu bedienen und damit auch Leute anzulocken, um dann auch natürlich Studienbeiträge zu bekommen und so weiter. Also diese Ambivalenz, glaube ich, ist seit dieser Zeit, also wenn wir ganz an die Geschichte des Radios zurückgehen, 20er Jahre bis heute in Frankfurt, also dem Ort hier, immer diese Ambivalenz. Einerseits Gefährdung des Mediums, andererseits Chance des Mediums. Und das ist, glaube ich, bis heute hat sich das so getragen. Ja, und weil du gerade gesagt hast, nicht jeder Wissenschaftler, Wissenschaftlerin will sozusagen in den Medien aktiv sein. Da sieht man ja, dass es noch eine zusätzliche Kompetenz bedarf. Also eine rhetorische Kompetenz. Wenn man super lesen und schreiben kann und gut denken kann, hilft es eben noch nicht, über die Medien letztendlich seine Theorien zu verbreiten. Letztendlich. Ansonsten kann man ja auch sagen, war ansonsten früher vor allen Dingen die Universität ein Ort, um Ideen zu verbreiten, gerade in sozusagen die jüngere Gesellschaft hinein und so weiter. Das heißt, auch das nimmt zu. Also der Anspruch an Medienkompetenz bei denjenigen, die Aufklärung betreiben wollen, nimmt zu, weil ja auch gleichzeitig die Konkurrenz zunimmt an Schwachsinn, der aber eben mit diesen tollen Inszenierungen arbeitet. Also wer gerade so einen Moment Social Media aufmacht und gerade in diesen Zeiten, merkt halt so diese Meme-Kultur, also wo plötzlich sämtliche Themen, wenn mir das jemand vor 3-4 Jahren gesagt hätte, dass wir plötzlich uns mit Kriegsmemen gegenseitig sozusagen zuballern, wo ein Präsident Zelensky nicht nur tolle emotionale Ansprachen, sondern dann plötzlich als so ein Marvel-Held Captain America-Figur durchs Internet geistert, dann ist da für mich schon so ein Punkt erreicht, wo man sagt, was passiert hier eigentlich? Und wo fängt sozusagen Form an, wo hört Inhalt auf? Und Tina gefragt. Genau, ich dachte, ich setze mich mal zu euch und wärme diesen Stuhl hier mal so ein bisschen für uns alle hier an. Und ich hoffe, dass gleich auch jemand kommt und mich von hier vorne auch befreit. Aber ich habe tatsächlich auch eine Frage. Und zwar, ihr habt ja sozusagen eben schon ein bisschen die kritische Theorie auch ausgepackt. Und ich frage mich, wenn sozusagen unsere Medien, also wenn wir unsere Medien jetzt so nutzen können, dass wir quasi alle mitreden, und es passiert ja auch, also es wird sehr viel kommuniziert über ganz viele Kanäle, nicht nur über Audio, über alles Mögliche. Und dann gibt es natürlich verschiedene Gruppen, die wir jetzt vielleicht nicht als so förderlich empfinden, was es ist. Es wird ganz viel Kritik an allen geübt, es bilden sich Gruppen, die überall protestieren, aber die Art und Weise, wie momentan protestiert wird, ist nicht so differenziert, würde ich mal sagen. Und ist vielleicht das, was uns fehlt, tatsächlich so eine Kritikkultur, also dass wir sagen können, wir sind gegen was, aber wir finden trotzdem nicht gleich alle scheiße, sondern es ist so, dass wir in der Lage sind, irgendwie so konstruktiv Kritik zu üben, zu sagen, hier, es gibt denn diese, die laufen irgendwie nicht in Ordnung, wir müssen es besser machen, aber wie kriegen wir, also sozusagen, wie kann man sozusagen diese Kritik eigentlich üben, dass wir die besser in den Medien ausdrücken könnten, um das, also wirklich auch mal was zu bewegen, auch vielleicht zum Besseren zu bewegen, nicht einfach nur dagegen zu sein. Soll ich? Also ich bin ja eher jemand, der Dinge beobachtet. Also ich habe jetzt nicht unbedingt eine passende Theorie parat, aber ich beobachte und denke dann darüber nach. Was ich tatsächlich feststelle, ist ja die Beobachtung, die du dir auch machst. Und meine Hypothese ist tatsächlich, dass
gerade soziale Medien im Internet sehr emotional geführt werden und dass wir da so, sag mal, Multiplikatoreneffekte haben, was emotionale Ansteckung betrifft. Das heißt, wir empören uns, wir haben Wut, das empört wiederum andere, die sind wieder empört, wir sehen grausame Bilder, empören uns, sind wütend, protestieren und dann schaukelt sich das hoch. Und ich glaube, die Essenz von kritischem Denken ist tatsächlich eine Art emotionale Distanz auch zu bewahren, um die Dinge überhaupt differenzieren zu können. Und wenn man so, und wir hatten ja das Thema Martha Nussbaum, die Furien, also wenn die Furien das Denken überdecken, dann sind wir nicht mehr in der Lage, kritisch Dinge zu hinterfragen, sondern dann sind wir in so einem emotionalen Wutmodus. Dann geht es nur noch um Kampf oder Flucht letztendlich. Und dann schaukeln sich die Dinge eben so auf. Und meine These ist, dass es tatsächlich verschiedene Spielarten im Internet gibt, verschiedene Plattformen und Mechanismen, die auch einen unterschiedlichen Grad an Emotionalisierung hervorbringen. Also ich habe gestern erst verkündet, ich pausiere jetzt bewusst Twitter, weil ich es nicht mehr ertrage, weil es was mit mir wirklich macht, weil ich nur noch in so einer Wutschleife drin bin und es mir das Denken total vernebelt. Und ich glaube, da gibt es einfach Plattformen und Mechanismen, und da sind wir auch wieder bei der Kritik von Adorno, Kapitalismus etc. Es sind ja Plattformbetreiber, die damit Geld verdienen. Das heißt, jedes Mal, wo sich hier einer aufregt und wütend andere beleidigt, beschimpft, macht es da hinten Katsching, weil sie dann wieder Werbung verkaufen können bis zum gewissen Grad. Irgendwann kippt es natürlich und dann wird es heikel, dann müssen sie dann schon mal eingreifen. Aber die Logik dahinter ist, durch diesen Aufruhr, durch diese Empörung verdienen diese Plattformen letztendlich Geld und das ist der Mechanismus dahinter. Und wenn du fragst, wie können wir das lernen, ist es ein Stück weit Distanz zu bewahren und dann vielleicht sich bewusst aus diesen Plattformmedien mal ein Stück zurückzunehmen, vielleicht mal Hintergrundwissen sich anzuschauen, auch mal bewusst komplett zu pausieren, mal für sich nachzudenken, wenn man die Gelegenheit hat und nicht gerade tatsächlich irgendwo in einem Bunker ist und beschossen wird. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir nicht gerade existenziell bedroht werden, wie es gerade in der Ukraine und übrigens in vielen anderen Teilen der Welt auch ist, dass wir uns dieses kritische Denken bewahren müssen, weil das ist für mich tatsächlich noch die Grenze zur Endzivilisierung. Das ist das, was für mich Zivilisierung ausmacht. Also Kunst, Bildung, Denken, das ist für mich die andere Seite. Und Krieg und Wut und Gewalt ist das andere. Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir uns das nicht noch durch Plattformen etc. kaputt machen lassen. Noch zusätzlich bei all dem Scheiß, der halt so auch noch stattfindet. Genau. Zwei. Ich glaube, du hast doch zuerst. Ne? Genau, aber du kannst dich ja schon mal... Ja, hallo. Also Horkheimer und Adorno haben ja in Dialektik der Aufklärung auch gesagt, dass diese Flut an Informationen auch ein Problem ist, dass die den Menschen zugleich witzigt und verdummt. Und das sehe ich jetzt bei Social Media nochmal als größeres Problem. Also beim Radio ist natürlich auch diese Entwicklung, dass wir immer mehr Sender haben, aber beim Social Media ist es ja noch extremer, dass es einfach diese wahnsinnige Flut an Informationen gibt. Und was ich mich da frage, ist, was kann man machen, was kann man vielleicht an Ordnung in ein Medium bringen oder auch in ein System wie das Internet, dass eben wichtige Informationen oder gerade die Informationen, die zur Aufklärung beitragen, halt darin nicht verloren gehen und dass halt nicht die Stimmen, die eigentlich gerade am dringendsten gehört werden müssen, vielleicht auch in manchen Belangen von marginalisierten Gruppen, die halt häufig irgendwie an den Rand gedrängt sind, weniger gehört werden, dass die genug Beachtung halt bekommen. Gibt es da irgendwelche Ideen oder Theorien zu? Ich finde diesen Impuls total interessant. Also zu sagen, das war ja auch das, was Adorno gesagt hat, wir müssen immer, das klang auch bei dir eben an, so eine Metaebene zu Informationen einnehmen. Also zu schauen auch, wer steht dahinter, wer profitiert von Klicks zum Beispiel. Wie ist das auch eingebunden in so eine Geldmaschinerie wiederum? Also das, was Adorno ja eigentlich damals auch gemacht hat, nämlich zu sagen, wir müssen diese Rahmenbedingungen der Medien kritisch beleuchten. Das wäre so die
einfachste, erstmal die einfachste Antwort. Das hilft aber nichts für das alltägliche Userverhalten, ne? Wenn man diese Flut an Infos, ich habe genau dieses Problem auch. Ich habe sogar im Fernsehen, weil ich bin ja immer noch so ein Fernsehtyp, also da gibt es auch so unglaublich viele Informationen, dass ich im Moment jetzt gerade auch in der aktuellen politischen Situation komplett den Überblick verliere. Also ich bin da unglaublich schwierig am Auswählen, am Aussondieren. Also dieses Problem erstmal zu sichten, ist, glaube ich, das eine. Ich habe darauf jetzt auch keine Antwort, ehrlich gesagt. Vielleicht hast du da als Medienmensch. Naja, die ursprüngliche Idee von, ich sag mal, Journalismus war es ja genau diese Gatekeeper-Funktion, also Gatekeeper als diejenigen, die entscheiden, welche Information ist relevant, welche nicht, welche ist richtig, falsch, welche spielt eine Rolle oder nicht. Das löst sich natürlich auf durch genau das. Jeder ist jetzt selber Gatekeeper ein Stück weit und ist sogar noch Pusher. Also es ist ja nicht nur das Tor offen, sondern es wird ja noch viel mehr rausgepresst letztendlich und gegenseitig. Deswegen ist es tatsächlich für mich auch im Moment eine unlösbare Frage, weil tatsächlich ich ja momentan dadurch, dass Journalistinnen und Journalisten auch gar nicht mehr wie früher vielleicht sich auch Zeit nehmen können, weil der Druck nimmt zu, die Geschwindigkeit nimmt zu, die Headlines, eine Eilmeldung jagt die nächste. Und ich war tatsächlich schockiert in Zeiten jetzt der letzten Wochen. Es ging, da war diese UNO-Versammlung, ihr erinnert euch, die große Abstimmung, wo es darum ging, wer stimmt dagegen, wer dafür. Und Spiegel Online hatte tatsächlich eine Eilmeldung rausgehauen, die gesagt hat, dass China sich enthalten hat. Und ich so, ja, yeah, geil, ich retweete das, endlich ist hier so ein bisschen Durchbruch. Ja, und dann stellte sich heraus, das war halt einfach eine Falschmeldung. So, haben noch nicht mal darauf reagiert und nichts. Also das heißt, wenn selbst diejenigen, die ihren Job machen sollen und gründlich und gerade in solchen Zeiten, wo ich dann als Konsument das noch hinterfragen muss, dann wird es wirklich brenzlig, weil jeder kann da diese Arbeit nicht machen. Deswegen gibt es diese Art von Arbeitsteilung und dieses Vertrauen. Und das heißt, die Antwort muss irgendwo im Gatekeeping liegen, aber die Frage ist, wem vertraut man letztendlich? Also wir haben alle Spielarten durch, also sowohl in staatlichen Händen kann das schiefgehen. Ich sage das nicht, dass das für Deutschland der Fall ist. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes öffentlich-rechtliches System, aber auch da beobachte ich und kritisiere auch seit Jahren, und ich habe teilweise in dem Bereich ja gearbeitet, dass man sich da auch wieder hinreißen lässt von diesem Entertainment-Faktor. Und auch da in den sozialen Medien dieses Spiel mitspielt, wer hat die bessere Headline, wer macht die meisten Klicks und so weiter, obwohl sie es gar nicht müssten, aber sie machen das Spiel mit. Das heißt, ja, es ist eine offene Frage, glaube ich, tatsächlich. Und ich glaube, das kann nur durch neue Spielarten von Journalismus, wie sie vielleicht auch beispielsweise ein Thilo Jung, da gibt es sicherlich auch was zu kritisieren, aber der zumindest mal einen Vorschlag macht, wie man Journalismus anders finanzieren kann, anders aufsetzen kann und wie man zumindest auch mit gründlicher Vorbereitung sehr lange, tiefe Interviews führen kann mit Leuten, die sich in Fachbereichen auskennen. Also vielleicht mehr diese Einordnung zu schaffen, als jetzt immer eine Headline nach der anderen und so weiter. Dankeschön. So, jetzt. Hallo. Ja, eigentlich hat die nette Dame von eben meine Frage auch im Wesentlichen schon gestellt. Gatekeeping, das wollte ich auch ansprechen. Vielleicht kann man irgendwie die Marktlogik und ein aufgeklärtes Gatekeeping vielleicht irgendwie kombinieren. Irgendwie. Also wahrscheinlich kommt man nicht ganz drum rum, ohne das Spiel des Kapitalismus und das mitzuspielen und die Begehrlichkeiten zu bedienen, die Leute haben. Ja, da kam mir so die Idee, ein Crossover zwischen Spotify und dem, was die Aktivisten in dem Film Free Rainer gemacht haben. Habt ihr den gesehen? Also die Bottomline ist, eine Gruppe junger Menschen sind irgendwie angepisst von den Medien und geben sich Mühe, irgendwie in diesem einen Dorf oder in die ganzen Set-Top-Boxen für die TV-Empfänger, die Einschaltquoten registrieren. Die kriegen das irgendwie hin, die zu fälschen und die Medienlandschaft irgendwie positiv zu beeinflussen. Ja? Und das fliegt irgendwann auf, aber das ist gar nicht schlimm, weil die Menschen mittlerweile irgendwie
gemerkt haben, irgendwie, das ist cool, irgendwie tolle Literatur zu lesen und über tolle Musik zu reden und über großartige Ideen. Alle was, gucken, ja? alle gucken dann plötzlich Arte und so. Genau. Was ist, wenn man einen Service irgendwie kreiert, einen Gatekeeper, der das irgendwie sexy macht? Also nicht mit falschen Karten spielen, sondern ganz offen zu sagen, wir beeinflussen euch, aber guckt mal, ihr seid doch die ganze Zeit sowieso beeinflusst von dem YouTube-Algorithmus, von dem Facebook-Algorithmus. Also es gibt diese Gatekeeper und diese Gewichtungsmacher, gibt es schon und wir konsumieren die jeden Tag. Kann man eine Plattform generieren und verkaufen, die einfach sagen, pass mal auf, wir sind ein bisschen anspruchsvoller, aber das ist auch irgendwie sexy und ihr profitiert davon. Könnte man das irgendwie über so einen Mechanismus irgendwie vielleicht... Ich fürchte. ja, die Idee ist, glaube ich, gut, aber sie wird, fürchte ich, nicht funktionieren, weil, ein Schritt schon mal in die richtige Richtung, ohne dass man jetzt schon das richtige Modell, ist mehr Transparenz über all die Dinge, über die Algorithmen, wie was wird ausgewählt und so weiter, wer steckt im Zweifel dahinter, wer ist Betreiber, wessen Kapital steckt in Spotify, ist es Peter Thiel, der irgendwie Privatstädte machen will und am liebsten alle staatlichen Strukturen abschafft, oder sind es andere Leute, die tatsächlich vielleicht eine aufklärerische Mission und so weiter haben. Also ich glaube, es fängt schon mal an, Transparenz mehr zu schaffen, damit die Leute auch eine andere Orientierung haben und ihr Vertrauen viel bewusster einsetzen. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, dieses Vertrauensproblem zu lösen. Und Vertrauen kann immer wieder enttäuscht und missbraucht werden. Und diese kapitalistische Logik, also Nils kann ja nochmal ausführen, was Adorno dazu sagen würde. Ich glaube, der wird sagen, am Ende, wenn es immer um Geld geht, wird irgendwann, weil das ist die ureigene Logik, ist Profit zu erwirtschaften. Und wenn die dann plötzlich feststellen, ja, okay, das ist gerade so an der Grenze zur Aufklärung, aber es macht viele Klicks und wir verdienen damit, ist so die Frage, kann man dem wirklich trauen? Ja, also ich würde sagen, da schlägt diese Struktur und die Logik am Ende genau dieses. Aber das Einzige, was ich als Rezept hätte, wäre eben diese Transparenz. Wenigstens zu wissen, wohin fließt das. Wenigstens zu wissen, okay, wir haben uns abhängig gemacht, das ist ein ganz anderes Beispiel, aber von Gas bei Putin, ach, lass uns doch jetzt nach Katar, Saudi-Arabien gehen, das ist dann doch viel besser und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen diese Logik, die dahinter steht. Also da bin ich sehr skeptisch, was das angeht. Ja, das stimmt schon, Adorno. Ich meine, Adorno ist jetzt auch wirklich ein ganz krasser Schwarzseher gewesen. Also er hat ja wirklich dem keine Chance gegeben. Aber ich habe irgendwie vielleicht so den Verdacht, es gab ja auch an Adorno dann wiederum auch Gegenrede, ne? Also dann ganz schwarz sehen, wurde dann von seinem eigenen Schüler Jürgen Habermas dann wieder ein bisschen aufgehellt, weil ja auch es dann schon eine Bewegung gab, gerade von jungen Leuten, von Studierenden in den 60er Jahren, die sich auch gegen diese mediale Verblödung gewehrt haben, also die auch nicht so ansprechbar waren für diese Schnulzen der 50er Jahre, die auch sozusagen eine neue Gesellschaft wollen und auch dort kritischer hingucken wollen. Vielleicht gibt es ja wieder so eine Renaissance einer solchen Bewegung, die gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht einfach nur das nehmen, was am schnellsten ist, womit am schnellsten Geld verdient wird, sondern wir haben tatsächlich so ein kritisches Bewusstsein, das wir so hineintragen in die Gesellschaft. Es gibt ja auch soziale Bewegungen, Fridays for Future und so weiter, die nochmal einen anderen Blick haben auf diese Themen. Und man kann vielleicht auch soziale Bewegungen setzen, die sozusagen das wieder transparent machen wollen. Ob es das geben wird, stärker, weniger stark, kann niemand wissen. Aber es gab es schon und da es es schon mal gab, ist es ja eine Chance, dass es uns nochmal wieder geben wird. Ich würde jetzt auch nicht so sehr auf den Markt setzen, ehrlich gesagt, weil tatsächlich Markt hat seine eigene Logik und basiert eben auf Profit. Ja. Ist die Frage, ob es so Inseln gibt, das hat der Habermas dann beschrieben, wo der Markt noch nicht so zugreifen darf. Ja, also es so eine Logik gibt, die so ein bisschen befreit ist von dieser Marktlogik. Und diese zu stärken, diese auszubauen, wäre ja ein Projekt für die Zukunft. Wie genau, ich weiß es auch nicht. Also was ich schon mal einen guten Ansatz finde, also in der Jetztzeit ist dieses Funknetzwerk, das kommt mir sehr sympathisch vor. Also das ist vertreten auf Facebook, YouTube und es sagt ganz klar, dieser und dieser YouTuber, der jetzt irgendwie zu uns gehört, weil wir den für gut befunden haben, ist jetzt Teil vom Öffentlich-Rechtlichen und die erzählen schon mal keinen absoluten Quatsch.
dafür verbürgen wir uns auch so ein bisschen. Also das finde ich einen tollen Ansatz. Wie kann man das noch fördern oder ausbauen? Oder? Ich komme jetzt so ein bisschen in Adorno-Groove rein. Ich kenne ja auch Funk und ich finde es auch ganz tolle Formate und so weiter, keine Frage. Aber auch da, wenn man genauer hinschaut, wirklich genau hinschaut, was Ästhetik, Inhalt, da ist auch schon viel Hanebüchendes passiert, so, sagen wir so. Unterm Strich sind es immer noch tolle Formate, keine Frage und einen hohen Anspruch und tolle Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Aber auch die sind nicht davor gefeit. Und die Frage, die ich mir tatsächlich dann auch stelle, ist, wer entscheidet denn eigentlich, was richtig und was falsch ist? Also wer kann das sich so von sich sagen, ich weiß jetzt als letzte Instanz, das ist eine gute Information, eine richtige Information. Also es muss ja auch ein Stück weit diese Dialektik dann letztendlich auch wieder stattfinden, eine Rede, Gegenrede. Dann ist man dann schnell dabei zu sagen, okay, wenn es hier eine, sage ich mal, eher linksliberale Ideologie gibt, wo ist da die Gegenstimme? Oder sagt man, das ist jetzt schon die richtige Welt? Was macht man mit den Gegenstimmen? Lässt man sie dann mitdiskutieren? Gibt man ihnen dann die Bühne und so weiter? Das sind ja auch die Fragen, die wir uns ja permanent stellen als Gesellschaft. Also lädt man Nazis ein in Talkshows oder Rechtsextreme oder wie auch immer, um sie zu entblößen und so weiter. Und ihn, also es ist immer so ein Dilemma da letztlich mit drin. Also ich komme ja aus den Naturwissenschaften und aus den sehr empirischen Naturwissenschaften. Ja. Also naiv, ja. Der Naturwissenschaftler schaut ja immer relativ naiv auf die Gesellschaft und denkt, es ist doch total klar, man muss es halt vernünftig machen. Aber wir haben ja diskutiert, Vernunft ist nicht so einfach, wenn man es mit Menschen zu tun hat. Mit toten Dingen ist es viel einfacher, also das habe ich gelernt, ja, Physik. Kann man denn irgendwie nicht vernünftig empirisch an die Sachen rangehen und schauen, was sind die Auswirkungen von dem, was wir gemacht haben? Das ist natürlich in einer menschlichen Gesellschaft und in einer Mediengesellschaft unheimlich schwierig, Ursache und Wirkung auseinander zu dröseln. Aber wir haben ja jetzt auch immer krassere Big Data. Ich weiß, das ist nicht die Lösung für alles, aber man könnte es vielleicht irgendwie ansatzweise nutzen oder irgendwie Methoden entwickeln, ein bisschen besser zu sehen, wo führt es uns hin. Natürlich. Also Big Data ist ja nicht neu, sondern nennt sich auch Geschichtswissenschaften. Ja? Also die können halt nicht unbedingt rumprobieren und direkt die Wirkung sehen, aber sie können zumindest reflektieren. Vielleicht, dass man irgendeine, naja. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Empirie. Ich glaube, da ist noch einer, aber da, um kurz zu antworten, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich beneide ja immer die Naturwissenschaften, weil ihr könnt halt Sachen wirklich überprüfen. Das ist halt echt super. Ihr macht Experimente und überprüft Hypothesen, dieses Karl-Popper-Prinzip. Genau. Gesellschaft ist halt irgendwie anders. Ne? Bei Gesellschaft geht es eher ums Verstehen, dass wir so einen Leider. Tieferen Verstehensprozess bekommen. Das macht es halt einfach so unglaublich kompliziert. Deshalb, ich würde es einladen, vielleicht hat jemand eine gute Idee dazu. Genau, und jetzt fiel es mir nämlich wieder ein. Also wir sollten das definitiv weiter versuchen. Also die Empirie auch beibehalten und sie mit in den Diskurs spielen. Aber wir merken ja gerade jetzt an dieser ganzen Pandemie-Geschichte, wie auch Empirie einfach mal komplett wegignoriert wird. So. Weil dann plötzlich Gefühlslage über Empirie steht und so weiter. Aber das heißt jetzt nicht, dass das alles keinen Sinn hat und Zweck hat, sondern ich bitte darum, dass die Naturwissenschaftler uns weiterhin mit Fakten und Daten und so weiter versorgen. Und Stichwort Big Data, da könnte ich dann auch noch viel dazu sagen, aber natürlich, da ist die Frage, wer macht den Algorithmus? Das ist nicht die Maschine. Und Adorno hat gesagt, jede Gesellschaft hat ihre Wissenschaft. Also auch die ist entstanden aus bestimmten Produktionsverhältnissen heraus. Gibt es dann die Naturwissenschaft, die zu der Gesellschaft, also es geht, wenn ich mit Adorno anfange, ich komme dann nie wieder raus. Also es ist einfach, wir gehen dann immer weiter, weil auch da würde der sagen, das ist auch ein Produkt von Gesellschaft, die Naturwissenschaft, die wir haben. Also diese Schleife, der ist extrem fies. Also er zieht alles wieder weg, fällt mir jetzt gerade so ein. Ja, sorry. Hi. Eine Sache, um die das ja so ein bisschen kreist, ist auch, wem können wir als Konsumenten quasi vertrauen in diesem Feld? Und mir ist die ganze Zeit ein Aspekt noch im Hinterkopf und das ist Regionalität. Weil das Radio ja sehr stark quasi so einen regionalen Charakter hat,
also zumindest manche Sender. Glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht in quasi, wie man das konsumiert, was da quasi gesagt wird? Also das finde ich spannend. Auch da gibt es ja so soziologische Theorien, die das stark machen, so Kommunitarismus oder Communities, wo es vielleicht auch ein bisschen leichter ist, Dinge zu überprüfen oder zu diskutieren, weil sie sozusagen schneller überprüfbar sind als diese globalen Themen. Also das finde ich interessant. Es gibt auch tatsächlich Soziologinnen und Soziologen, die darauf stark setzen. Also sie sagen, es muss so ein kommunitarisches Denken geben in kleineren Einheiten, die dann über ihre Probleme, ihre Lebenswelt schneller miteinander kommunizieren. Das Radio wäre tatsächlich eine sehr schöne Form vielleicht, sozusagen kleinere Lebenswelten wieder überschaubar zu machen und dort Informationen auszutauschen, die jetzt nicht auf alles übertragen werden können, aber für die Gemeinschaften, für die sie dann da sind, Informationen austauschen. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz eigentlich. Was mir dazu einfällt, ist jetzt weniger die Theorie, weil die habe ich noch nicht im Ansatz irgendwie angefangen mal zu lesen, aber ich habe da so einen Slogan, Baudrillard, der ja sehr viel über Medientheorie und so weiter geschrieben hat, über Simulationen etc., der war noch mehr Hardcore als Adorno in Sachen Medientheorie, weil der hat alles weggefaked und hat im Grunde genommen gesagt, das ist alles Quatsch, was ihr da sagt, mit Medien verändern die Gesellschaft. Das subversivste Element ist das Element der Straße. Also das ist vielleicht so dieser Aspekt, wenn Leute sich begegnen auf der Straße und miteinander reden. Deswegen, es bringt ja nichts, einen Protest sozusagen nur in Social Media zu machen, wenn die Leute nicht auf die Straße gehen, um den öffentlichen Raum sozusagen einzunehmen und zu kommunizieren und sich dort auszutauschen. Und das andere, was man eben auch sieht, ist ja, dass der Mensch vor allen Dingen ja ein Sippengeschöpf ist. Also wir sind ja soziale Wesen miteinander verbunden und das hat natürlich auch mit körperlicher Nähe zu tun, wo bin ich geboren. Das sieht man jetzt ja auch aktuell am Kriegsgeschehen. Also warum beschäftigt uns das? Weil es so nah dran ist, viel näher als andere Konflikte in der Vergangenheit und uns unmittelbar viel stärker bedroht als sonst. Also dieser Aspekt der Nähe und Lokalität ist ganz, ganz wichtig. Umso erschreckender ist es eigentlich, dass, ich sag mal, die Lokalzeitung eigentlich komplett so langsam ausstirbt und genau diese Berichterstattung immer weniger wird. Die wäre aber eigentlich entscheidend, um dieses Community Living letztendlich auch umzusetzen, letztlich. Danke euch. Gerne. Ja. Ja, hallo. No. Ich möchte, wo Mary aufgehört hat, sozusagen nochmal anfangen. Oder ich habe dieses Thema der regionalen Reichweite, ist für mich auch ein Thema. Und zwar dann der nachhaltigen kulturellen Prägung von Reichweite. Es gibt ja dieses berühmte Tal der Ahnungslosen, also jenseits von Dresden, wo eben die Radiofrequenzen aus der Bundesrepublik nicht ankamen. Wo man sagen kann, das hat möglicherweise irgendwelche Auswirkungen, die selbst weit in den politischen Raum reinreichen. Oder meine eigene Sozialisation, die sehr stark durch AFN geprägt ist. Das heißt, eine andere Sozialisation als die meiner Frau, die im Saarland aufgewachsen ist. Das ist eine Frage, die ich erstmal so, ohne sie wirklich zuspitzen zu können, in den Raum stellen würde. Also diese nachhaltige kulturelle Prägung durch Reichweiten oder die Ränder. Was passiert an den Rändern dieser Reichweite? Wie überlagern sich solche Reichweiten? Was passiert in Orten, die eben in zwei Feldern liegen? Also die eine Reichweite und die andere Reichweite. Und das Zweite ist eben einfach eine Feststellung. Also ich bin ja Host von DDCast, das ist ein deutscher Designerclub, ein Design-Podcast, der sich mit transformationalem Design beschäftigt. Eine unglaubliche Erfolg letztlich verzeichnet, möglicherweise deshalb, weil er eben absolut null kommerziell ist. Also wir haben von vornherein gesagt, keine Werbung. Wir haben von vornherein gesagt, wir machen nur transformationales Design um die UN 17. Wir machen ganz knallhart genauso viele weibliche und männliche Gäste. Wir haben jetzt, glaube ich, 82 Sendungen gemacht, es sind exakt genauso viele Frauen und Männer darin gewesen. Und eben auch drei Generationen, also bis 30, bis Mitte 40 und darüber, werden gleichberechtigt behandelt. Und mein Vorschlag an dieser Stelle wäre möglicherweise, also auch um die Frage nochmal aufzugreifen, die vorhin kam, also was könnte man denn tun? Ich glaube, was man sicher tun kann, ist eben, was ihr ja macht mit dem Soziopod, also eine sehr spezielle, sehr enge, thematische Bandbreite, diese aber dann möglichst unkorrumpiert und möglichst gegendert, möglichst sozusagen paritätisch. Das wäre möglicherweise eine Antwort auf diese Frage, weil ich glaube auch an AI glaube ich nicht. Ich habe jetzt gerade mit Kim Laudroth im neuen Jahrbuch Digital Design der Bitkom aber einen Dialog über Digitalität und Ethik, wo es genau darum geht, was eben gerade schon kam,
der Algorithmus ist natürlich von dem geschrieben. Also die Entscheidungen hinter diesem Schreiben des Algorithmus sind deshalb kann man da nicht raus. Also es ist sehr schwer auch zu prüfen, welche Kommissionen müssten es sein, die gewährleisten, dass ein Algorithmus eine gewisse Neutralität hat. Keine Ahnung, wie man die besetzen sollte. Also nochmal auf den Anfang zurück. Wie seht ihr dieses Thema dieser regionalen Reichweite, dieser Ränder, dieser Überschneidungen von Reichweiten in der langfristigen Wirkung? Also tatsächlich gut, dass du das nochmal so thematisiert hast, weil wir jetzt gerade so gesagt haben, eine Lanze für das regionale Lokale zu brechen. Aber man darf natürlich das nationale, supranationale da nicht vergessen. Also auch in der Radiogeschichte, das größte Erfolgsmodell war ja tatsächlich die BBC, die über diese langen Wellen letztendlich 150 Millionen, schätzt man, Leute damals erreicht hat mit ihrem Programm. Und das bedeutet natürlich, ich erreiche damit Länder und erfahre wieder was aus derer Kultur. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, Kulturen in Dialog zu bringen, zusammenzuführen, gemeinsam Erfahrungen zu teilen. Also deswegen, wenn wir jetzt nur aufs Lokale uns beschränken würden, hätten wir wieder ein anderes Problem. Also wir kommen, glaube ich, aus diesem Lösungsproblemansatz nicht so wirklich raus. Ich glaube, wir müssen uns immer irgendwie in einer Art von Balance letztendlich bewegen. Und das Gleiche ist tatsächlich bei diesen, sag mal, non-kommerziellen Podcast-Angeboten. Ja, aber wird es dann wirklich passieren? Und was ist sozusagen, da frage ich mich dann lieber vielleicht nochmal den Auftrag der kommerzielleren Angebote oder auch des Öffentlich-Rechtlichen viel stärker transparent zu machen, zu schärfen, zu gucken, muss jetzt der Öffentlich-Rechtliche tatsächlich Fußballspiele der Champions League übertragen und so weiter. Auch jetzt wäre ein schöner Anlass, mal darüber nachzudenken, müssen wir da so eine Olympiade und so weiter, müssen wir da wirklich so viel Geld reinstecken? Und wenn dann noch nicht mal, wir gucken immer mit unseren Kindern Logo-Nachrichten, wenn ich dann immer sehe, es wird von Olympia berichtet, da geht es ja immer nur um den Sport und dann ist da so ein Bild, so, wir dürfen aus rechtlichen Gründen das jetzt nicht mehr zeigen. Also wir geben schon einen Haufen Geld dafür aus und dürfen dann noch nicht mal die sportlichen Situationen zeigen. Also das meine ich damit, einfach mal zu gucken, diejenigen, die das auch professionell machen, und ich finde auch, Leute sollten damit ihren Lebensunterhalt verdienen können, weil das ist auch Arbeit. Ich glaube, es wäre genauso fatal, wenn wir jetzt nur noch hobbymedial tätig sind, letztendlich. Also auch da wieder die Balance zu halten, genauso wie lokal, global, genauso wie kommerziell, non-kommerziell. Ich glaube, die Mischung macht es da tatsächlich. Und es ist auch hilfreich, dass es diese Angebote letztendlich gibt. Hallo, guten Abend. Hallo. Also, ich komme ja aus einem kleinen afrikanischen Land und ich habe da, also die Geschichte von Radio, also diese kontroverse Geschichte, am Beispiel in Bezug auf Afrika habe ich zwei Beispiele im Gepäck. Und zwar, das eine ist Anfang 90er, was in Ruanda passiert ist, dass die Demagogen damals halt über Radio Befehle erteilt haben an die Menschen, das gegenseitig zu töten, zu schlachten, das Radio halt als Mittel für Vernichtung, Vernichtungswaffe zu nutzen. Andersrum, in den 80er Jahren in Südafrika hat der Radio eine große Rolle gespielt, diese gewaltfreie zivile Bewegung Informationen zu erteilen. Und ja, wenn man in diesem Bereich also beide Aspekte sieht, dass die Radio eine große Rolle sowohl fürs Gute als auch fürs Schlechte gespielt hat. Und also ich komme aus Eritrea. Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass die UNO da vor zwei Wochen also diese fünf Länder, die also vier Länder, die für Russland gestimmt haben, ist Eritrea dabei. Und Eritrea liegt also 2021 in diesem Freedom of Speech Index als letzte, sogar nach Nordkorea.
Da gibt es einen einzigen Staatsfernseher, ein Radio und Zeitschrift, mehr nicht, kein Internet, gar nicht. Und ich bin selber ein Aktivist für also Civil Resistance und für uns ist es halt ziemlich schwer, da irgendwie zu integrieren, zu penetrieren, weil die Staat hat eine völlige Kontrolle. Und da wurde ich sogar den Adorno ein bisschen in die Kritik geraten, dass ich, dass also der Absenz oder der Verlust von Medien so eine totale Kontrolle der Staatsmonopol oder der Staatsgewalt führen kann. So meiner Erfahrung nach wollte ich mal ein bisschen loswerden. Super. Vielen Dank vor allen Dingen, weil wir die ganze Zeit so ein bisschen und um uns selber so ein bisschen kreisen, Deutschland, die Geschichte und so weiter. Aber man sieht da eben sehr schön, also mir war dieses Ruanda-Beispiel tatsächlich bekannt. Ich habe vor langer Zeit mal eine Doku darüber gesehen, was du ja beschrieben hast, wo über das Radio, auch über mit popkulturellen Dingen, die Menschen dann wirklich wie so nebenbei entmenschlicht wurden, dann so als, ich glaube, Kakerlaken oder keine Ahnung. Und wie das sich immer weiter erhöht hat und bis, wie du gesagt hast, der Befehl letztendlich dann rausgegeben wurde. Aber auch eben das andere Beispiel, also die Aufarbeitung in Südafrika von Nelson Mandela, dass da die Medien eben auch mithelfen können, wiederum was Gutes Aufklärerisches zu machen letztlich. Und ich glaube, da muss man Adorno so ein bisschen dann wieder in Schutz nehmen, weil ich glaube, er war nicht dagegen, dass Medien komplett verschwinden oder in einer Hand sind, sondern er hat ja selber gesagt, er hat eben gesagt, macht es mehr wie Nelson Mandela letztendlich, aber nimmt das andere weg und nimmt dieses reine Unterhaltungsding weg letztendlich. Und der Aspekt jetzt in Eritrea würde mich tatsächlich interessieren, das weißt du tausendmal besser vermutlich, wie versucht man jetzt, das zu durchbrechen? Also gibt es moderne auch Möglichkeiten, da durchzudringen? Also weil der Vorteil der Technologieradio, so wie ich es ja verstanden habe, ist ja jetzt wirklich, hätte sogar einen schlagbaren Vorteil gegenüber dem Internet, weil ich könnte theoretisch sowas wie, man nennt es hier Piratensender, also ich könnte ja irgendwo einen Sender strategisch platzieren und einfach senden und in der Hoffnung, die Leute hören das über den klassischen Funk, aber das wirst du wahrscheinlich besser wissen, wie da die Mediennutzung ist. Also als der Elon Musk von Eritrea gehört hat, letztes Mal hat er angeboten, Internet in Eritrea zu bieten, aber das wird natürlich nicht möglich sein. Er hat irgendwelche Technologie, Starlink oder sowas heißt, das, was jetzt in der Ukraine benutzt wird. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Radio benutzt und Satellitenfernseher von Deutschland aus und Amerika. Das Problem ist halt, da gibt es auch keine Elektrizität, also vielleicht ein paar Stunden am Tag. Und das nutzt sie nicht, also das hilft viel, nicht viel. Und von daher sind wir halt, ist unsere Hände gebunden und Radio ist mittlerweile out of date, also keine, die Jugendlichen vor allem, die hören das nicht, also vielleicht in den Dörfern, und das kann uns nicht viel helfen. Und von daher, also Medien ist halt für uns sehr, sehr wichtig, was wir wirklich, es gibt ja Leute, die halt sich freuen würden, wenn es kein Internet gäbe und so weiter, aber für uns ist es andersrum, also wollte ich mal einfach mal als letztes Land in der Welt wahrscheinlich, die kein Internet hat. Vielen Dank. Danke. Hallo. Hallo. Ich wollte mal einen Aspekt aus den Erziehungswissenschaften einbringen, weil wenn ich mich immer um solche Gedankenzirkel kreise und mich frage, was ist die Wahrheit? Woher kommt das und mich darüber ärgert, dass es so viel Fake News gibt und dass sich Menschen so schnell beeinflussen lassen von Ideologien, was natürlich reine Menschlichkeit ist, also wir sind alle so gestrickt, dann denke ich immer nur, dann müssen wir bei den Kindern anfangen. Wir müssen mehr in Medienpädagogik investieren und das schon am besten im Kindergarten, weil ich glaube, es gibt kaum ein 5-6-jähriges Kind, was noch kein Tablet in der Hand hatte und hoffentlich sind alle Eltern so reflektiert und sperren da bestimmte Inhalte.
Aber die Kleinen sind so gewitzt, die kriegen sofort, also die können sich alles merken und kommen überall rein, wenn sie wollen. Und da finde ich, sollte unsere Gesellschaft noch mehr, wir sind so digitalisiert. Und es gibt einfach kaum Konzepte, wirklich kritisch mit Medieninhalten umzugehen und den Kindern das beizubringen. Weil das ist eben einfach das. Und ich wollte auch nochmal dir danken, weil das ist auch so wichtig, dass wir einfach unseren Kindern auch beibringen oder eben über die Pädagogik, auch schon in der Lehrerbildung, da fehlt das auch schon. Dass nicht nur, wenn man jetzt Deutsch-Geografie-Lehrer ist, sondern dass man wirklich im Grundstudium einfach sagt, wir müssen den Kindern auch das kritische Denken beibringen, das wissenschaftliche Denken. Also hinterfragt immer die Quellen. Und es ist so wichtig, einfach auch mit Menschen in Kontakt zu kommen. Also wir hatten heute auch eine ukrainische Familie zum Café, die zum Glück aufgenommen wurden von unseren Nachbarn. Und die haben ihre Sicht geschildert und haben uns erklärt, wie sie das empfunden haben. Und das ist einfach so wertvoll. Eben nicht nur das Regionale, sondern eben aber face to face am besten. Also zu Brecht. Da ist einfach die digitale Welt, die gibt uns das nicht, finde ich. Genau. Darf ich da eine Rückfrage stellen, weil das interessiert mich auch direkt. Medienkompetenz ist ja auch so ein, finde ich, immer so ein bisschen schwammiger Begriff sozusagen. Was heißt das jetzt genau? Würdest du dafür plädieren, dass man auch bestimmte Medien von Kindern fernhält? Also sie schützt auch vor konkreten Medien, dass es bestimmte Altersstufen gibt, wo bestimmte Medien überhaupt erst kommen sollten. Da gibt es ja auch eine starke Diskussion, ab wann ist welches Medium geeignet. Also würdest du auch sagen, wir müssen auch Kinder schützen vor bestimmten Medien? Definitiv. Vor allen Dingen vor Medien, die eben diese Kommentarfunktion haben. Weil ich glaube, fast jeder Grundschüler hat schon irgendeinen Facebook-Account etc. und allein für den Selbstschutz, aber eben auch, weil es diese KI gibt. Die Kinder nämlich auch, also es ist der Wahnsinn, wie viel Werbung eben schon in Kinderbüchern von Ravensburger, da sieht man genau, ach, das ist der neue Siebener Golf. Also wirklich, es wird überall kommen, also steckt überall drin der Kommerz. Und da sollte man als Eltern natürlich in der Pflicht sein, aber ich finde eben auch der Staat, der die Pädagogen eben schult und sagt, also einmal, dass man sich nicht anmelden kann, Kinder finden immer irgendeinen Weg, aber dass man wirklich dass man auf jeden Fall Kinder schützt und ich bin auf jeden Fall dafür, dass bestimmte Inhalte nur ab einem bestimmten Alter freigegeben sind. Auch Handys, also auch Technik, auch Handys, also Smartphones und so weiter, dass man da sagt, da muss es eine Grenze geben beim Alter. Das sind jetzt Detailfragen, aber weil ich auch viel mit Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiere. Ja. Wie würdest du das sehen mit der Technologiefrage? Also sollten wir sagen, jedes Kind braucht schon direkt ein Smartphone? Gibt es da ein bestimmtes Alter, wo das sinnvoll ist? Wie würdest du das sehen? Also meine persönliche Meinung ist so, dass Kinder zumindest in der Vorschule erstmal mit den Händen, das Motorische, dass sich einfach das Gehirn nochmal in einem natürlicheren Umfeld entwickeln kann. Eben nicht schon, dass es im Kindergarten Tablets gibt und dann da irgendwie Lernspiele gemacht werden für die Vorschulkinder. Also da bin ich jetzt persönlich total dagegen, weil ich finde, das Gehirn ist ja, zumindest die ersten 4 Jahre, ist es ja so extrem wandelbar und das prägt unser ganzes Leben und unsere Intelligenz. Und ich finde, da sollten die Kinder erstmal überhaupt in den zwischenmenschlichen Kontakt kommen. Das fehlt natürlich jetzt auch die Kinder, die jetzt in den Kindergarten gekommen sind oder in die Schule. Da ist sehr viel verloren gegangen durch Corona. Aber ich finde auch, ja, man sollte erstmal die Welt an sich kennenlernen, weil die digitale Welt ist etwas ganz anderes, finde ich. Das sollte man von der realen Welt getrennt sehen. Ja, dann tatsächlich noch die Bemerkung, weil ich es wichtig finde, auch nochmal nicht zu trennen, aber beides gleichsam sich anzugucken, nämlich den Umgang mit der Technologie, was steckt dahinter, zu verstehen, welche Mechanismen, wie bediene ich das überhaupt, aber dann tatsächlich das, was du gesagt hast, dieses kritische Denken einzuüben, was ich dann brauche, um nicht nur letztendlich Medien zu reflektieren und Inhalte, sondern grundsätzlich ganz gut so durchs Leben zu kommen. Und das Einzige, was ich da so ein bisschen nicht gegenüber dir als Kritikpunkt habe, sondern immer diese Einforderung an Medienkompetenz, so von wegen, das macht man jetzt einmal und dann hat man es abgefrühstückt. Das Große, klar, würdest du so nicht sagen, aber manche haben so ein bisschen dieses Bild davon, zu sagen, ich brauche jetzt ein Schulfach, dann wird es einmal gemacht und dann ist es fertig, sondern was ich damit zum Ausdruck bringen will, dass Schulen
in Demokratien vor allen Dingen auch ein demokratischer Ort werden, wo kritisches Denken nicht nur in Stunde 5 unterrichtet und beigebracht wird, sondern dass es im täglichen Schulbetrieb eine Rolle spielt. Und wo man dann auch wirklich den Lehrer, die Lehrerin kritisch aktiv hinterfragen darf, ohne bestraft zu werden und so weiter. Also ich sehe schon, da kommt viel, viel Resonanz. Aber du weißt, was ich meine, dass es viele eher so ein Bild gibt, zu sagen, ja, Schule ist halt Schule und dann gibt es halt ein Schulfach und dann ist das Ganze abgekaspert. Das wollte ich sozusagen da nochmal sagen. Ganz genau. Also da fällt mir jetzt nur Biologie ein. Ich habe so oft in Biologie gedacht, so ja, aber das wurde 1870 entdeckt. Also, und das lernen wir jetzt noch? Ist das wirklich noch wahr? Also genau, das sollte man halt wirklich sein, vielleicht auch schon im Kindergarten, also im Elementarbereich, einfach den Kindern immer wieder sagen. Natürlich, das, was eure Eltern sagen, das ist natürlich alles gut, aber ich habe einen Sohn in der Autonomiephase, da wird sowieso gerade alles hinterfragt. Das ist eine Rieseninspiration auch eben als Mensch, wenn man dann einfach von einem kleinen Kind so viel gefragt wird, dass man dann selber erstmal denkt, oh Gott, zum Glück bin ich Mama mit Google und kann sämtliche Sachen nachgucken, aber das ist eben das, wo steht das denn, wer hat das denn gesagt und ja, genauso sehe ich das auch, man sollte das insgesamt integrieren in die Gesellschaft und nicht eben nur ein Fach Medienkompetenz, das ist Schwachsinn, das meinte ich auch nicht so. Super, vielen lieben Dank und dann hoffe ich mal, dass die Autonomiephase nicht nur eine Phase bleibt, sondern das bis zum Lebensende erhalten bleibt. Hallo. Hallo. Ich komme jetzt aus dem Schulunterricht und was ja meine Vorrednerin gesagt hat über zum Beispiel die Begrenzung von Medien, die Kindern und Jugendlichen gezeigt werden. Wir hatten da im POVI-Unterricht, im Politik- und Wirtschaftsunterricht letzte Woche eine Diskussion, ob verschiedene soziale Medien von dem Staat oder von anderen Instanzen reguliert werden sollte, ob das irgendwie begrenzt werden sollte, was für Informationen gezeigt werden, weil es ja auch viele Probleme gibt. Es gibt Probleme wie Cybermobbing, dass Leute Kommentare erhalten bekommen, die ungefiltert sind und die natürlich auch viel direkter sind als jetzt im normalen Umgang und dass jetzt auch viele sexualisierte Inhalte dargestellt werden, sehr viel Gewalt und wie man das regeln könnte. Aber da sind wir tatsächlich am Ende auf das Ergebnis gekommen, dass wir das nicht geregelt haben wollen, weil es einfach ein Eingriff sozusagen ist in unsere Meinungsfreiheit und was wir sozusagen sehen können, weil wer kann entscheiden, was wir genau brauchen. Es gibt zum Beispiel auch in der, im Bereich von LGBTQIA, es gibt Leute, die wollen sich darüber informieren und andere sagen, okay, nein, das wollen wir nicht. Aber da kann ja nicht der Staat entscheiden, okay, ab welchem Alter sollten die Kinder die Möglichkeit erhalten, darüber informiert zu werden, ab welchem ist es berechtigt, ab welchem können sie es verstehen. Oder dass es halt verschiedene Probleme gibt, wie dass verschiedene Bereiche, zum Beispiel Minderheiten, die werden dann halt sozusagen unterdrückt, weil gesagt wird, okay, diese Meinung entspricht nicht der Meinung der Mehrheit und die könnte Fake News beinhalten, obwohl es halt teilweise eigene Meinungen sind. Und dass dieser Minderheit sozusagen gar nicht mehr erlaubt wird, ihre Meinung kundzutun und das andere diese Meinung nicht mehr erhalten, weil gesagt wird, okay, das schadet vielen, deswegen lassen wir es einfach weg. Das ist genau der Punkt, auch was wir auch vorhin hatten, wer entscheidet über Medien, wer entscheidet über Informationen. Ich denke, es gibt natürlich ganz banal, trivial fast schon die Grenze des Rechtssystems. Also es gibt bestimmte Dinge gegen Menschenrechte verstoßen. Da kann natürlich, denke ich schon, und da muss auch institutionell eingegriffen werden, dass bestimmte Dinge nicht gezeigt werden dürfen. Auch bei Kindern, denke ich, haben wir ja auch gehört, es gibt bestimmte Entwicklungsphasen, die einfach für Kinder überfordernd sind, mit bestimmten Inhalten konfrontiert zu werden. Von daher denke ich schon, dass in Demokratien das Rechtssystem halt entscheidend ist, auch Rahmen zu geben, was dürfen Medien, was dürfen Medien auch nicht. Aber das ist natürlich jetzt erstmal die ganz grobe Ebene, diese Feinheiten dann, wo hört Meinungsfreiheit auf und so weiter.
Da würden jetzt klassische Soziologinnen und Soziologen sagen, das ist die Frage des Diskurses, ja, wie das sozusagen Menschen miteinander verhandeln. Wir haben ja schon gehört, der Diskurs ist das, auf das man sich irgendwie auch nicht mehr so ganz verlassen kann. Von daher würde ich erstmal auf diese Rechtsfrage mich da verlassen etwas, dass das zumindest geschützt ist und dass das auch ermöglicht. Also wir haben auch ein Recht darauf, bestimmte Dinge zu senden und der Staat muss sich dort zurückhalten, auch in seiner Zensur. Sofern ich natürlich keine Gesetze erlasse, wo ich zum Beispiel die Verwendung des Begriffes Krieg, Invasion etc. unter staatlicher Strafe stelle. Ich sprach ja von Demokratien. Ja, genau, das ist ja der wichtige Unterschied. Also du sprachst vom Recht in erster Linie. Also da ist einfach der Zusatz in Demokratien. Und also auch hier gibt es keine einfache Schwarz-Weiß-Antwort. Also ich würde da genauso allergisch reagieren, zu sagen, Meinungsfreiheit über alles, um Gottes Willen, weil dann kann ich alles darunter subsumieren, da kann ich die größten Menschenrechtsverletzungen sozusagen drunter fassen und im Namen der Meinungsfreiheit gegen Leute hetzen, siehe Ruanda beispielsweise und so weiter, weil die sagen ja auch, das ist doch Meinungsfreiheit. So. Und auf der anderen Seite zählt natürlich auch das andere Argument, zu sagen, wer gibt wem das Recht, darüber zu entscheiden? Und das kann dann nur im Diskurs, im Verhandeln. Und Demokratien sind sozusagen der Versuch, einen Zustand herzustellen, wo wir versuchen, auf Augenhöhe miteinander die verschiedenen Argumente vernünftig abzuwägen und so weiter. Also zu versuchen, eine Grundlage überhaupt dafür zu schaffen, dass wir das tun dürfen und können, ohne dass jemand eingeknastet wird oder verhaftet, gefoltert, getötet, wie auch immer. Und das ist ein ewiger Prozess. Und ich fürchte einfach diese einfachen Antworten nach richtig und falsch. Auf die Suche, da sind wir immer danach und gieren danach, aber die gibt es einfach nicht. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Dinge miteinander verhandeln und vor allen Dingen kommunikativ begleiten und immer wieder reflektieren. Also das ist auch, finde ich, wichtig bei Kindern, dass man ihnen nicht einfach per se komplett alles verbietet, wenn sie einen Drang haben, weil wenn sie den Drang haben, machen sie es und dann machen sie es heimlich und dann sind sie überfordert von den Bildern. Lieber sozusagen gemeinsam mit den Kindern das reflektieren und ihnen das also erzählen, also sie nicht drauf stoßen, aber zumindest das thematisieren. Und als Beispiel fällt mir da tatsächlich ein, auch wenn man da wieder bei dem Beispiel am Ende handelt, Hitlers Mein Kampf. Ja? Lange Zeit verboten, mit Sicherheit aus guten Gründen und so weiter. Aber ich finde jetzt die Lösung, die jetzt gefunden wurde, eine Ausgabe zu machen mit kritischen Anmerkungen, die eben Kritik enthält und Dialog enthält, wo diese ganzen Passagen sauber seziert, analysiert und eben nochmal gegen Meinungen etc. dargelegt werden. Das ist für mich so ein Beispiel für einen Weg, der es sein könnte. Also eben nicht dieses Verboten, nicht verboten, alles dürfen, sondern versuchen, ja, sich da irgendwie ranzutasten. Aber so eine wirkliche Antwort habe ich natürlich auch nicht. Aber man muss immer reden, immer weiter reden, immer diskutieren, Argumente etc. Wir sind jetzt schon relativ spät am Abend und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt noch einen allerletzten Gast hier auf dem Podium und dann kommen wir zum Abschluss. Dankeschön. Servus. Servus. Um ganz kurz vielleicht auf Mein Kampf einzugehen, weil du es gerade so angeschnitten hast. Ich glaube nicht, dass die Zensur von Mein Kampf wirklich gut war. Also ich glaube, er hat einen fatalen Fehler gemacht, weil es genau, wenn man sowas zensiert, das mythologisiert dann irgendwie diese Ideologie und man ist so, dass verboten ist, macht es irgendwie noch spannender und vielleicht noch anziehender für manche Personen. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine gute Idee war und man hätte das, glaube ich, von Anfang an anders machen müssen. Dann gab es ja Sellers und Mund schon mit Mein Kampf, mit denen, ich glaube, das war wichtig. In den 90ern hat er da schon angefangen. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Teil zu dieser Arbeit. Um gleich wieder in den kritischen Dialog zu gehen, da ist es wichtig, sich die Historie anzugucken, wann und warum wurde Mein Kampf sozusagen verboten. Und es war zu einer Zeit, wo man das nachvollziehen kann. Und wichtig ist es, genau wie du sagst, wenn man an einem anderen Zeitpunkt angekommen ist und man merkt plötzlich, das war vielleicht doch nicht so die beste Idee, dass man dann vielleicht seine Entscheidung revidiert und sagt, jetzt gibt es neue Gründe, warum wir das nicht mehr so handhaben.
Und ich finde, das ist so eine Art, mit diesen Dingen umzugehen. Zu sagen, vielleicht gibt es Zeitpunkte, wo es angebracht ist, weil das war kurz nach dem Schrecken, die jeder in den Knochen hatte und nie wieder und so weiter. Aber klar, irgendwann, wenn die Generationen kommen, dann macht es irgendwann keinen Sinn und dann kippt es so in dieses, was du ja beschrieben hast, diesen Mythos, der genährt wird, das, was Interessantes wird da plötzlich daraus. Das wäre so mein Plädoyer, sich Dinge anzugucken und sie nicht auf ewig in Stein zu meißeln, sondern immer wieder zu hinterfragen und dann auch zum Schluss zu kommen, ja, vielleicht war das damals gut, aber heute bitte anders. Ja, sicherlich, aber ich glaube trotzdem, dass auch, dass man es direkt danach verboten hat, ich glaube nicht, dass es wirklich hilfreich war, weil ich meine, es war ja trotzdem Alltag im Rechtssystem oder auch Konrad Adenauers rechter Hand, Hans Globke war ja auch durchsetzter Nazi. Die Geschichte war nicht abgeschlossen und dann aber trotzdem den Teil, der so vielleicht irgendwie stiftend dafür war, Mein Kampf, auch wenn es jetzt kein großartiges Buch ist, dann so zu verbieten und dann genauso zu mythologisieren, war vielleicht ein Fehler. Aber okay. Meine eigentliche Frage war, ich meine, im Jahr 2020 können wir, glaube ich, alle von so einer gewissen Polarisierung der Gesellschaft sprechen, auch persönlich. Also jeder merkt es, glaube ich, ein bisschen. Ich meine, Identitätspolitiken kommen wieder auf, ein Wiederaufkommen von Antisemitismus, Antijudaismus, auch auf deutschen Straßen. Große Politikverdrossenheit und Geschichtsverdrossenheit in meiner Generation, wo, das lässt sich vielleicht nicht so anmerken, wenn man dann so eine Karawane sieht, die auf der Zeil mal ein bisschen Schildchen hochhängt, aber das ordnet sich dann genau wieder diesen marktwirtschaftlichen Strukturen unter, dass man eigentlich nicht mehr für den Grund rausgeht, sondern eigentlich nur sich irgendwie selbst darstellen möchte. Deswegen ist meine Frage, ist die Aufklärung gescheitert oder brauchen wir irgendwie was Neues? Nein, ja. Nicht, dass wir alles verwerfen müssten. Naja, das ist ja genau die Frage. Also ich bin froh, dass du jetzt sozusagen als Letztes kommst, weil das ja sozusagen genau der Bogen ist zum Anfang. Ich würde es auch nochmal, weil wir haben ja mit Adorno begonnen und wir enden ja irgendwie auch mit ihm so, ne, im Geist. Aber ich würde dann sagen, in der Soziologie, auch in der Philosophie ist es so, dass wir immer an Punkte kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Aber es gibt dann immer eine neue Generation, die dann einen neuen Punkt setzen kann. Und das ist so immer die Hoffnung, die wir haben. Hannah Arendt hat das Prinzip der Natalität genannt. Also wir kommen mit unserem Denken ans Ende. Und Adorno ist es auch. Und er hat einen rabenschwarzen Pessimismus am Ende gehabt, weil er nicht mehr weiter wusste. Aber es gab danach eine Generation, die weitergemacht hat und die neue Hoffnungsimpulse auch gesetzt hat. Und deshalb hat die Philosophie, die Soziologie ganz viel mit der Dynamik von Gesellschaft zu tun, weil wir können immer darauf hoffen, dass es Menschen gibt, die nach uns kommen, die bessere Antworten haben als wir. Und das würde ich gerne mit Hannah Arendt vielleicht als Schlusspunkt gegen Adorno ein bisschen setzen. Also wir haben immer die Hoffnung, dass das Leben weitergeht und deshalb auch die Philosophie und deshalb auch die Soziologie und die Spiegelung gesellschaftlichen Lebens, so wie die Gesellschaft weitergeht. Und selbst wenn ein großartiges Genie wie Adorno keine Antworten mehr hatte, heißt das nicht, dass es nicht Menschen gibt, die Antworten haben. Selbst wenn wir keine Antworten mehr haben, heißt es nicht, dass es Menschen gibt, die keine Antworten mehr haben werden. Und das ist eine Hoffnung, die kann uns niemand nehmen, dass sozusagen das Leben weitergeht und damit die Philosophie und damit auch die Soziologie und das gesellschaftliche Leben. Und ergänzend dazu könnte man ja genauso argumentieren, dann hätte die Aufklärung ja nie entstehen können, weil sie zu einer Zeit entstanden ist, wo ja viel Chaos, viel genau das, was wir jetzt heute nochmal in ganz anderer Form vielleicht haben. Also das heißt, die Pflanze der Aufklärung ist nicht tot zu kriegen aus meiner Sicht. Und wir sollten alle, die sich sozusagen verbunden fühlen, diesem Gedanken auch weiterhin stärker zusammenschließen, gemeinsam daran arbeiten und das vortragen. Wir werden am Ende nicht dazu kommen, immer alle gleichsam zu überzeugen. Aber aufzugeben ist, glaube ich, ja, wie gesagt, da brauche ich morgen früh auch nicht mehr aufstehen, so ungefähr. Ne? Ich meinte jetzt aber auch nicht direkt, dass man alles verwerfen sollte, was die Aufklärung gebracht hat. Also jetzt Naturwissenschaften einfach auf den Müll zu werfen, meinte ich natürlich nicht. Aber im Jahr 2020 weiß ich nicht, ob wir nicht vielleicht damit am Ende sind, weil so generelle Sachen wieder einfach zur Debatte stehen. Also ob Sachen einfach ein soziales Konstrukt sind, ob Mann und Frau nicht einfach nur ein Hirngespinst von Menschen ist. Also tatsächlich ist es, ich würde sagen, worauf du, glaube ich, hinaus willst, ist, gäbe vielleicht den Mythos, dass die Aufklärung schon erfolgreich durch vollzogen wurde, so, dass wir quasi am Ende ist. Darf ich sagen, auf gar keinen Fall, im Gegenteil, es gibt Backlashes auf der einen Seite und so weiter. Also es ist jetzt eher noch weiter, die Aufklärung weiter, immer weiter voranzutreiben. Und auf der anderen Seite gibt es Backlashes, aber auf der anderen
wiederum auch Fortschritte. Also, und in unterschiedlichen Flecken der Erde. Es ist so eine Gleichzeitigkeit, die stattfindet. Und das gibt mir jetzt zumindest immer Trost und Hoffnung und eher zu schauen, wie können wir die wenigen Flecken des Schutzes, wo Aufklärung noch betrieben werden kann, ohne dass man in den Knast kommt, gefoltert wird, zerbombt wird, was auch immer, dass man da ganz besonders die Privilegierten ganz besonders sich in der Pflicht sehen, im Sinne der Aufklärung weiterzumachen. Weiterzumachen und das wiederum nach außen zu tragen, weil das Prinzip hat mal einigermaßen ganz gut funktioniert. Wenn ich dazu jetzt zum Ende noch was sagen darf, auf jeden Fall, ich glaube auch ein riesiges Mittel wäre das Internet, aber wir wissen ja auch, was ihr angesprochen habt in dem Podcast von Foucault zum Beispiel, dass sich das Internet zum Beispiel, da sind Machtstrukturen, die sind für uns nicht erkennbar und wir unterliegen denen trotzdem allen und wir merken ja wirklich nicht, dass das Internet so eine große Hilfe ist, um irgendwie im Diskurs voranzuschreiten. Ich bin ja auch in den letzten Tagen auf Twitter gefolgt und ich weiß nicht, wie viel Fortschritt da jetzt wirklich war in deiner Kommentarspalte, ob da wirklich was angekommen ist. Aber ich hatte nicht den Eindruck. Du hast nicht, ja. Aber ja, einfach nur. Danke dir. Nochmal. So, wir kommen tatsächlich zum Ende. Ich hatte eben so kurz einen Moment, als Nils geantwortet hat, da dachte ich, oh, wir gehen jetzt mit so einem seligen Moment hier raus. Total toll. Und dann sind wir aber ein bisschen wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt worden. Ich glaube, wir müssen alle immer noch weiter Aufgaben mitnehmen. Wir müssen selber auch vielleicht neue Ideen entwickeln, wenn wir merken, wir kommen an das Denken, also das Ende unseres Denkens. Und ich glaube, Reden ist ein guter Weg dahin und das macht ihr ja, das haben hier auch ganz viele heute gemacht. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr hier nach vorne gekommen seid, dass ihr eure Gedanken mit uns geteilt habt, weil auch für uns als Museum, die jetzt 2 Jahre Corona quasi hinter sich haben, ist es unglaublich bereichernd, wieder Menschen hier in diesem Haus denken und reden zu hören. In so einem echten physischen Gespräch, auch wenn wir das gerade digital quasi mit der Welt teilen. Und daher einerseits einen ganz, ganz großen Applaus an Patrick Breitenbach und Nils Köbel, aber auch an alle, an euch. Und bevor sich Patrick und Nils gleich nochmal so persönlich von euch verabschieden können, nur ganz kurz nochmal die Service-Information. Es ist jetzt noch nicht gleich vorbei, also wir können auch noch ein bisschen im Museum bleiben, hier im Museumscafé bleiben, ihr könnt was essen, ihr könnt was trinken und ich weiß nicht, ob ich gleich Ärger bekomme, wenn ich das sage, aber ihr könnt natürlich bestimmt auch Fragen und Gespräche oben im Café mit den beiden weiterführen. Doch macht das und wenn nicht, ertrage ich das, dass es nachher Kritik dafür gibt, ist es okay. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, bei uns im 2. Stock euch auch noch die On-Air-Ausstellung 100 Jahre Radio anzugucken. Das heißt, vieles, was hier angeklungen ist, quasi im Lauf der Geschichte oben nachzuvollziehen. Ihr habt noch bis Ende August Gelegenheit dazu übrigens. Und eine Sendung, von der die beiden geredet haben, und zwar in der Adorno Radio gemacht hat und Musiker befragt hat, ist das Abendstudio. Das lief hier im Hessischen Rundfunk. Und das ist eine Geschichte, die wir in dieser ganz, ganz kleinen Ausstellung da hinten, die schon zu ist, aber auch noch bis Ende August hier zu sehen ist, Funk für Fans aus dem Archiv des Hessischen Rundfunks. Und somit verabschiede ich mich hier jetzt schon. Ihr habt noch eine Stunde Zeit, hier euch im Haus zu verlustigen, Fragen zu stellen, zu denken, zu diskutieren. Und ich gebe euch beiden das letzte Wort, einen Abschluss, was immer ihr daraus macht. Ja. Vielen Dank, also vielen Dank auch, es war wirklich für uns toll, jetzt wieder mit euch ins Gespräch zu kommen. Das ist wirklich das, was du ja nochmal gesagt hast. Und mir ist irgendwie nur nochmal, beim letzten Beitrag ist mir nur so ein Slogan noch eingefallen, Aufklärung ist keine Dienstleistung. Und ich glaube, dass, wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dass wir alle Teil dessen sind und wir es aktiv arbeiten und dran arbeiten und betreiben müssen und dass das uns niemand serviert, ist, glaube ich, schon viel geholfen. Und so ein Abend wie dieser, in ganz, 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 ganz kleinen, ist ja schon ein solcher Beitrag. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke.
Gut.